Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen hier im Körperforum und herzlich willkommen auch all denjenigen, die uns im Livestream verfolgen, zu dem zweiten Abend der Hamburger Horizonte unter dem Generalthema Freiheit in der Krise. Nachdem wir gestern schon einen fulminanten Auftakt im Hamburger Rathaus hatten, wird es heute Abend um Freiheit und die Verantwortung des Einzelnen oder der Einzelnen gehen. Mein Name ist Matthias Mayer und ich leite hier in der Körperstiftung den Bereich Wissenschaft. Aber bevor ich zu heute Abend komme, lassen Sie mich doch bitte noch kurz einige Bemerkungen zu den Hamburger Horizonten machen. Und das mache ich, indem ich ganz unkonventionell direkt mit dem Dank beginne, nämlich dem an unsere langjährigen Mitveranstalter für die wunderbare Zusammenarbeit bei der Organisation dieser Konferenzreihe, dem Hamburg Institute for Advanced Study, dem HIAS, und ebenso der Universität Hamburg. Und apropos Reihe, morgen und übermorgen sind wir schon nahezu ausgebucht für die Veranstaltungen nächsten Montag und Dienstag zu den Themen Freiheit und Generationengerechtigkeit und wissenschaftliche Prognosen und die Freiheit der Politik gibt es noch ein paar Plätze. Also da haben Sie noch eine Chance, dabei zu sein. Unser gemeinsames Anliegen ist es, hier in Hamburg den Austausch zwischen Wissenschaft und Gesellschaft zu fördern, über Fragen, an deren wissenschaftliche Bearbeitung die Gesellschaft ein Interesse hat. Keine der anstehenden großen gesellschaftlichen Herausforderungen lässt sich ohne wissenschaftliche Expertise und einen breiten gesellschaftlichen Dialog bewältigen. Und manchmal sind wir mit den Horizonten sogar unserer Zeit voraus. Ich erinnere mich lebhaft an eine intensive Debatte im November 2019, als die Horizonte unter dem Thema grenzenlos gesund Fragezeichen standen und unter anderem die Frage diskutierten, welche Auswirkungen die Globalisierung auf die Verbreitung von Infektionskrankheiten haben würden. Und im Prinzip wurde auf dem Podium ein ziemlich präzises Bild davon gezeichnet, was wir dann wenige Monate später mit einigem Staunen, vor allem aber Entsetzen verfolgen konnten und was uns seither nicht mehr losgelassen hat, die sogenannte Disease X, die sich als Corona materialisierte. Die Folgen der Pandemie für die individuelle Freiheit waren dann auch eines der Themen, das uns im letzten Jahr dazu bewogen hat, die diesjährigen Horizonte eben unter das Thema Freiheit zu stellen. Mit der Freiheit aber ist es so eine Sache, denn da herrschen ganz unterschiedliche, ja zuweilen sogar unvereinbare Verständnisse vor. Ganz schlicht könnte man denken, Freiheit habe man dann, wenn man seine Bedürfnisse möglichst uneingeschränkt befriedigen könne, Hedonismus pur sozusagen, wohingegen eine eher asketische Position vertreten würde, dass wahre Freiheit gerade in der Befreiung von allen materiellen Bedürfnissen bestehe. Oder anders gewendet, Freiheit heißt, tun zu können, was man will, einerseits. Oder man kann andererseits frei doch nur sein, wenn und solange auch der andere frei ist. Wie auch immer, man gewinnt rasch den Eindruck, dass hier Widersprüche aufeinandertreffen, die nach einer Art produktiver Auflösung verlangen. Denn so sehr man der einen Seite zuneigt, so sehr hat doch die jeweils andere auch etwas für sich. Und für solche Art kontradiktorische begriffliche Problemlagen greifen die Philosophen gern auf einen Spezialisten namens Hegel zurück, der hierfür ein prima Werkzeug in seiner Begriffswerkzeugkiste hat, namens Dialektik. Für ihn materialisiert sich Freiheit im Recht und konkret im Gesetz. Ein Gesetz ist etwas, das ich wollen muss, um frei zu sein. Insofern könnte man mit Hegel die einigermaßen paradoxe Formulierung wagen, Freiheit ist die Einsicht in die Notwendigkeit, das zu wollen, was man muss. Uff. So. Und damit sind wir mitten im Thema des heutigen Abends. Nicht nur in der Pandemie gelten Regelungen, die unsere Handlungsfreiheiten einschränken, auch bei Themen des persönlichen Lebensstils, wie dem Verzehr von Fleisch, dem Tritt aufs Gaspedal, der Flugreise auf die Malediven, ist unser Verantwortungsgefühl angesprochen. Und die Frage nach einer moralischen Pflicht zur Selbstbeschränkung steht auf der Tagesordnung. Wo also hört unsere Freiheit auf? Wo kann oder muss sie mit Blick auf übergeordnete Werte eingeschränkt werden? Oder wo gewinnen und erhalten wir Freiheit vielleicht überhaupt erst in der und durch die Einschränkung? Und wovon hängt es eigentlich ab, ob wir eine Freiheitseinschränkung akzeptabel finden? Über diese und weitere Fragen werden wir gleich diskutieren, und zwar mit drei ausgewiesenen ExpertInnen für das Thema, nämlich mit Stefan Augsberg, Professor für öffentliches Recht an der Universität Gießen. Herzlich willkommen, Herr Augsberg. Mit Sabine Döring, Professorin für Philosophie an der Universität Tübingen. Herzlich willkommen, Frau Döring. Und mit Heiko Giebler, Politikwissenschaftler und Forschungsgruppenleiter an der TU Berlin. Herzlich willkommen auch Ihnen, Herr Giebler.
Etwas ausführlicher die Gäste vorstellen und das Gespräch moderieren wird die Journalistin Stefanie Rohde, die ansonsten beim Deutschlandfunk, die Informationen am Morgen und das Philosophiemagazin Sein und Streit und im WDR das Meinungsmagazin Politikum moderiert. Ganz herzlich willkommen auch Ihnen, Frau Rohde. So, aber bevor es jetzt gleich losgeht, noch ein organisatorischer Hinweis. Wie immer sind Sie hier im Saal eingeladen, im Anschluss an das Gespräch Ihre Fragen und Bemerkungen direkt einzubringen. Mikrofone sind vorhanden. Und natürlich gilt das auch für alle, die uns im Livestream verfolgen. Dort können Sie das Tool Mentimeter nutzen, menti.com, um uns Ihre Fragen zu schicken, die ich dann in die Debatte einspeisen werde. Wie das genau geht, erläutert Ihnen gleich noch unsere Moderatorin, denn wir wollen ohnehin mit einer kurzen Abfrage per Mentimeter starten. Und schließlich haben Sie hier im Saal auch gleich noch die Gelegenheit, an einem Live-Experiment zum Spannungsfeld von Freiheit und Verantwortung teilzunehmen. Wenn wir Sie nämlich auf ein Getränk, zum Beispiel ein Glas Wein, einladen, können Sie direkt einmal selbst erproben, was es heißen könnte, dass Freiheit unmittelbar mit der Einsicht ins Vernünftige verknüpft ist. Spätestens dann nämlich, wenn Sie nach einem möglicherweise zweiten Glas morgen merken, dass Ihr vermeintlich pures und freies Wollen von heute sich morgen schon als das herausstellt, was man besser nicht hätte tun oder sollen wollen. Oder wie es die amerikanische Konzeptkünstlerin Jenny Holzer in ihren Truisms, gesammelte Wahrheitstextminiaturen, so wunderbar wie warnend sagt: Protect me from what I want. Behüte mich vor dem, was ich will. Und das gebe ich Ihnen als durchaus bedenkenswerte Einsicht in Sachen Freiheit schon mal mit auf den Weg, mache mich auf denselben nach unten und gebe die Bühne frei für unsere Podiumsgäste. Vielen Dank und viel Vergnügen. Ja, vielen Dank für diese anregende Einführung und dieses gute Beispiel mit dem Alkoholkonsum. Sehr schön, vielen, vielen Dank. Herzlich willkommen auch von meiner Seite zu den Hamburger Horizonten. Schön, dass Sie alle hier sind, hier im Saal und natürlich auch im Livestream. Wir wollen sprechen über das Verhältnis von Freiheit und Verantwortung. Und ich habe ein Bild für Sie mitgebracht. Und zwar, dass man voll auf die Bremse treten muss für ein höheres Ziel, und zwar Menschenleben retten. Dazu wird man inzwischen in diesen Tagen ganz radikal aufgefordert, und zwar von Menschen, die vor einem auf der Autobahn sitzen. Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten der letzten Generation blockieren den Verkehr, protestieren für mehr Klimaschutz. Und wenn man gezwungenermaßen auf die Bremse treten muss, da kommt bei vielen eine gegenteilige Reaktion hervor, dass sie eigentlich auf 180 sind. Jetzt kann man darüber sprechen, ob diese radikalen Aktionen auch zu einem radikalen Umdenken führen. Aber man kann, glaube ich, festhalten, dass zumindest diese Aktionen ein Scheinwerferlicht werfen auf eine ja sehr grundlegende Frage in unserer Gesellschaft, und zwar, welche Verantwortung Individuen haben gegenüber der Gesellschaft. Und dieses Verhältnis von Freiheit und Verantwortung, das scheint ja spätestens seit der Pandemie neu austariert werden zu müssen. Denn dieses globale Ereignis der Pandemie hat ja eine latente Paradoxie offenbart und fühlbar gemacht, zumindest in offenen und demokratischen Gesellschaften, nämlich, dass wir einerseits so frei sind wie selten zuvor und andererseits so abhängig wie selten zuvor. Abhängig in unseren Entscheidungen nicht nur von der Expertise, sondern auch, weil wir mitbedenken müssen, welche Verantwortung wir haben, dass unsere Verantwortung über den Nahbereich hinausgeht. Siehe Stichwort Klimakrise. Welche Verantwortung der oder die Einzelne hat, welche Einschränkungen von der Freiheit wir hinnehmen sollten für ein höheres Ziel, vielleicht auch überhaupt nicht hinnehmen sollten, und wovon es abhängt, ob wir Einschränkungen als legitim, als akzeptabel empfinden oder nicht. Über all das wollen wir sprechen, und zwar wollen wir verschiedene Disziplinen hier ins Gespräch bringen, und zwar auch mit Ihnen. Und zwar Sabine Döring, sie wurde eben schon vorgestellt, sie ist Philosophieprofessorin an der Uni Tübingen und sie forscht eben zur Theorie der praktischen Rationalität und Ethik und hat einen Schwerpunkt auf Theorie der Emotionen. Und vor diesem Hintergrund arbeitet sie gerade an ihrem neuen Buch, das den Titel trägt: Solidarisch Handeln in Freiheit, eine liberale Theorie des Gemeinwohls. Schön, dass Sie hier sind. Dankeschön. Dann darf ich begrüßen Steffen Augsberg, Professor für öffentliches Recht an der Justus-Liebig-Universität Gießen, auch Mitglied im Deutschen Ethikrat. Und seine Forschungsschwerpunkte liegen im Verfassungs- und Verwaltungsrecht. Und er hat sich auch spezialisiert auf Gesundheitsrecht, also super Experte für die Pandemie. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Und dann Heiko Giebler, er ist Politik- und Sozialwissenschaftler, leitet die Forschungsgruppe im Exzellenzcluster Scripps an der FU Berlin, hat lange am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung gearbeitet und arbeitet eben viel mit Umfragen zu Wahlverhalten, Einstellungsforschung, Parteienforschung und so weiter. Wird heute Abend unser Mann sein, auch für Umfragen und Interpretation von Ergebnissen. Hi, schön, dass Sie da sind. Kurz zum Ablauf. Wir werden jetzt hier gleich one-on-one sprechen mit jeder einzelnen Person, damit wir die Thesen genauer verstehen und werden dann in eine 45-minütige Diskussion gehen. Und dann im Anschluss daran haben Sie die Möglichkeit, Fragen zu stellen, hier im Saal live oder auch im Livestream. Wir sammeln die Fragen. Und jetzt gibt es eine kurze Aktivierung von Ihnen. Das wurde eben schon erwähnt, Herr Meyer hat es gesagt. Sie können nämlich hier mitmachen. Und zwar nicht nur am Ende, wenn Sie dann Ihre Fragen einbringen können, sondern wir haben dieses Tool, das heißt Mentimeter. Und bei Mentimeter, das können Sie jetzt selber machen mit dem Smartphone. Da gehen Sie jetzt auf die Seite, die wird jetzt hier oben eingeblendet. Und wir machen ein kurzes Experiment. Wir machen nämlich eine Einstiegsfrage zusammen. Ich werde Sie dadurch führen, dass wir das mal gemeinsam machen, weil wir nämlich anhand dieser Einstiegsfrage dann gucken können, wie hier die Stimmung im Saal ist und werden dann eben davon ausgehend gemeinsam hier drüber sprechen. Das kommt noch ein paar Mal vor im Verlauf dieser Diskussion. Also ich werde Ihnen dann immer vorher sagen, Achtung, jetzt noch mal bitte kurz das Smartphone rausnehmen und dann werden wir eben gemeinsam schauen, was die Ergebnisse sind hier. Wir werden das circa dreimal machen, nur dass Sie schon mal darauf vorbereitet sind. Jetzt schaue ich mal kurz rüber zur Technik, ob wir schon so weit sind, dass wir das starten können. Ja. Oh. Also, was Sie machen ist, Sie besuchen menti.com und der Code, den sage ich jetzt auch nochmal, falls Sie den hier oben nicht lesen können, der Code, den Sie dann eingeben auf Ihrem Smartphone, das ist die 1131 3608. Also menti.com, da gehen Sie aufs Smartphone, auf diese Seite und dann geben Sie die 1131 3608 ein. Machen Sie das nochmal? Genau, 31 3608. Also das hat noch keine Aussagekraft hier. Okay. Also das Feedback hier ist, dass die Seite nicht lädt, oder was meinen Sie? Lädt? Super. Genau, wunderbar. Also ich sage es einfach noch einmal, damit wir alle auf der gleichen Seite auch landen, das ist die 1131 3608. Und die Frage, die wir Ihnen stellen, das ist eine Ja-Nein-Frage, hat natürlich einen sehr, sehr komplexen Hintergrund. Trotzdem vielleicht gelingt es, dass wir sie einfach aus dem Bauch spontan behandeln, bearbeiten können. Nämlich, fanden Sie es angemessen, wie die Politik während der Corona-Pandemie Ihre persönliche Freiheit eingeschränkt hat? Klar. Ist ein bisschen hart, muss man vielleicht eine Sekunde drüber nachdenken, aber einfach, dass wir mal hier in die Übung kommen, probieren wir das mal. Ich sehe noch ein paar Menschen, die gerade was eingeben. Wie ist die Stimmung hier? Haben Sie schon alle abgestimmt? Ein paar sind noch dabei. Brauchen Sie noch eine Sekunde oder? Okay, gut. Dankeschön. Dann schauen wir uns das Ergebnis jetzt mal an. Ich meine, es variiert noch ein ganz bisschen, aber es ist eigentlich ein überwiegendes Ja. Also ein Großteil der Menschen hier in diesem Saal sagt, ich fand es angemessen, wie die Politik während der Corona-Pandemie meine persönliche Freiheit eingeschränkt hat. Wir sind jetzt gerade bei einem Wert von 79% für Ja und 21% für Nein. Herr Giebler, Sie machen ja viele solche Studien, haben auch in der Pandemie genau solche Fragen gestellt. Wir sehen jetzt hier ganz eindeutig, jetzt sind es 80% von den Menschen, die sagen, ich finde das akzeptabel. Ist das aussagekräftig, was wir jetzt hier in diesem Raum haben? Also ist das ein Votum, was Sie auch schon öfter jetzt gesamtgesellschaftlich repräsentativ gesehen haben? Und wovon hängt es eigentlich ab, ob man so eine Einschränkung als angemessen einsieht oder nicht?
Ja, ich glaube, es kommt ein bisschen drauf an, über welche Phase in der Pandemie man irgendwie spricht. Ne? Weil die Pandemie gibt es sozusagen so nicht. Wenn wir uns zurückerinnern, Anfang 2020 ging es langsam los, große Unsicherheit und so weiter. Die ersten Regierungen reagieren dann. Da war erstmal viel, viel unklar, aber viele Bürgerinnen und Bürger waren dann durchaus auch bereit, sozusagen bestimmte Einschränkungen in Kauf zu nehmen, eben weil diese Bedrohungslage so groß war. Dann kamen irgendwann dann die ersten hohen Zahlen, die erste hohe Welle, dann eben auch dann endlich die Impfstoffe, die dann natürlich auch ganz, ganz viel verändert haben und so weiter. Deswegen glaube ich, dass wir, wenn wir jetzt rückblicken sozusagen mit dieser ganz, ganz großen Frage starten, dann darf man nicht vergessen, dass wir eben diese Schwankungen hatten in dem, was eigentlich in der Pandemie wirklich passiert ist und dass es eben auch dann unterschiedliche Phasen gab, in denen Zustimmungen unterschiedlich groß waren und wo auch die Zustimmung zu unterschiedlichen Dingen eben unterschiedlich groß war. Wenn ich so ein bisschen an unsere Forschung denke, an die verschiedenen Umfragen und Umfragenexperimente, die wir gemacht haben, dann ist so ein Faktor, der ganz zentral ist für die Akzeptanz von Maßnahmen und Einschränkungen, der ist erstmal total banal, nämlich wenn der Problemdruck groß ist oder zumindest der wahrgenommene Problemdruck, also sprich, wenn die Corona-Zahlen steigen, die Krankenhäuser sind voll, es sterben wahnsinnig viele Menschen. Das ist natürlich eine Phase, in der dann auch gesagt wird, ja gut, dann müssen wir eben auf bestimmte Dinge verzichten, dann müssen wir unser Leben einschränken, dann können wir nicht normal weitermachen. Eine andere Sache, die auch sehr viel beigetragen hat und auch das ist, finde ich, total plausibel, ist, dass diese Corona-Maßnahmen auch dann eher akzeptiert wurden, wenn sie mit anderen Dingen flankiert wurden. Also die soziale Frage, wie geht man damit um, wenn zum Beispiel, keine Ahnung, kleinere Unternehmen nicht einfach weiterarbeiten können, wie fängt man das auf, wie fängt man auch die Belastung zu Hause auf, irgendwie, wenn die Kinder nicht mehr in die Schule können und so weiter. Es wurde auch viel eher akzeptiert, bestimmte Maßnahmen, wenn es zum Beispiel die Möglichkeit für Homeoffice gab, für viele Bereiche, weil wir hatten ja teilweise diese paradoxe Situation, dass es fast so klang, als könnte uns Corona nur im Privaten erwischen, aber im Büro natürlich nicht und so. Das ist also auch so eine bestimmte Logik von Maßnahmen müsste eigentlich da sein und dann ist die Akzeptanz auch höher. Was relativ uns in unseren Projekten oder uns in unseren Suchen relativ überrascht hat, war die Tatsache, dass es den Bürgerinnen ganz oft gar nicht so sehr darum ging, dass die klassischen Akteure in der repräsentativen Demokratie wahnsinnig viel bei diesen Maßnahmen mitentscheiden mussten, sondern es ging oftmals darum, dass Entscheidungen schnell getroffen werden sollen, dass sie durchaus auf Basis von Expertise auch getroffen werden sollten, dass auch bestimmte Meinungen von Bürgerinnen und Bürgern eine Rolle spielen. Aber es war nicht unbedingt die Idee, dass es ganz lange im Parlament irgendwie verhandelt werden soll oder dass es einen breiten Konsens über alle Parteien hinweg eben geben sollte. Das hat nicht unbedingt dazu geführt, dass die Maßnahmen dann eher akzeptiert wurden oder es wurde auch nicht quasi gesehen als ein Faktor, der entscheidend ist für gute Maßnahmen. Auch das ist sicherlich ein Stück weit nachvollziehbar. Es wurde ja auch medial dann viel darüber gesprochen, wie eben auch nicht demokratische Länder mit der Pandemie umgehen und dass ja vielleicht gerade das der Schlüssel ist, dass man eben nicht sozusagen demokratische, mühsame Prozesse, wie das dann oftmals auch beschrieben wurde, durchgehen muss. Aber das bringt natürlich auch bestimmte Probleme oder Gefahren mit sich, weil diese Institutionen, die wir aufgebaut haben, die haben natürlich auch einen weitgehenden Sinn und Zweck, der auch vielleicht über die Pandemie hinausgeht. Ne? Mhm. Vielen Dank erstmal für diesen Einblick. Dann gehe ich jetzt weiter zu Steffen Augsberg. Herr Augsberg, wir haben jetzt gerade hier diese eindeutige Umfrage gesehen. 80% sagen ja, sie fanden die Einschränkung angemessen. Was ist Ihre These, die Sie jetzt mitbringen in diesem Spannungsfeld von Freiheit und Eigenverantwortung? Naja, ich würde zunächst mal sagen, dass wir das Publikum betrachten müssen. Und ich glaube, da trete ich niemandem zu nahe, wenn ich sage, das ist in der Tendenz nicht, also saturiertes Hamburger Bürgertum, das ist ja auch nicht anders zu erwarten. Dazu zähle ich ja auch irgendwie. Und das hat uns ganz anders getroffen als andere. Und es ist also insofern ist die Frage ja auch klug gestellt, Ihre persönliche Freiheit ist was völlig anderes, glaube ich, wenn man sagt, wie ist das insgesamt gesellschaftsweit gegangen. Homeoffice ist ein wunderbares Beispiel. Ich bin
ordentlicher Professor. Homeoffice ist für mich was Fantastisches. Es gibt aber Leute, die haben die Möglichkeiten gar nicht, aus verschiedenen Gründen. Und die trifft das ganz anders. Für die ist Homeoffice nichts Gutes, für die ist auch Homeschooling nichts Gutes, für die Kinder schon mal gar nicht unter Umständen. Und das haben wir viel zu wenig in den Blick genommen. Und der zweite Punkt ist, auch das ist irgendwie, wir haben natürlich hier relativ risikogruppennahe Personen sitzen. Wenn wir die gleiche Frage bei 25-Jährigen stellen, stellt sich das auch noch mal anders dar. Wir haben in der Pandemie sehr ungleiche Beschränkungen vorgenommen. Wir haben in der Politik, ich glaube, das ist aus meiner Sicht der mitgrößte Fehler, immer behauptet, wir könnten alle gleich treffen, Maßnahmen ergreifen, die gesamte Bevölkerung irgendwie erfassen und dabei viel zu wenig beachtet, dass die Auswirkungen ganz unterschiedliche sind. Das ist also auf den ersten Blick nicht so ein Fairness-Aspekt, das zu sagen, ja, es sind doch alle eingeschränkt und alle müssen sich dran halten, wir greifen nicht einzelne Gruppen raus, etwa nicht, was ja diskutiert wurde, die Risikogruppen dürfen dann nicht einkaufen gehen oder sonstiges, sondern das machen wir gerade nicht, sondern alle werden entsprechend beschränkt und dass das Personen und Personengruppen ganz unterschiedlich affiziert und betrifft und beeinträchtigt, das ist, glaube ich, zu weit aus dem Blick geraten. Insofern ist die Antwort auch nicht einfach, weil man sagen kann, in gewisser Hinsicht für die persönliche Freiheit muss das natürlich auch sehr unser Thema, jeder für sich entscheiden. Aber gesellschaftlich betrachtet haben wir, glaube ich, da mit einer erstaunlichen sozialen Kälte agiert. Ja, und also wenn ich Ihre These richtig verstanden habe, auch in unserem Vorgespräch, dann sagen Sie, wir müssen aufpassen, dass dieses Gleichheitsphänomen, was Sie da gerade gestellt haben, alle gleich zu behandeln, dass das nicht überhand nimmt und wir das in anderen Bereichen machen. Also Sie würden schon dafür plädieren, zu sagen, wir müssen immer sehr gezielt schauen und auch die individuellen Freiheiten sehr gezielt im Blick halten. Ja, es ist natürlich auch einfach nicht dem Einzelnen angemessen, auch die Risikoabschätzung, die wir vornehmen müssen, die wirken sich sehr unterschiedlich aus. Und das ist für manche Freiheitsbeschränkungen, die mit 69 völlig plausibel sind, sind mit 19 überhaupt nicht plausibel. Oder ich habe ein kleines Kind, ja, also wenn die Kneipen zu sind, betrifft mich das relativ wenig. Das ist irgendwie in der Lebenssituation irgendwie nicht so ein Punkt. Aber für junge Menschen, die andere Bedürfnisse haben, waren Einschränkungen schon härter. Und das haben wir, glaube ich, zu sehr außer Acht gelassen. Und ich glaube, dass wir auch insoweit, wir sind ja in einem Lernprozess. Wir wollen ja aus den Fehlern der Vergangenheit auch für die Zukunft was lernen, dass wir da aufpassen müssen, nicht so eine Kollektivsoße drüber zu gießen und zu sagen, ja, wieso, es hat doch alle gleich betroffen. Mhm. Vielen, vielen Dank erstmal für diesen Einblick. Frau Döring, ich würde den Blick gerne weiten. Sie haben ja diese Perspektive der Philosophin, die Sie hier mit einbringen. Und Sie haben mir in unserem Vorgespräch erzählt, dass Sie beobachten, dass gesellschaftliche Debatten über Freiheit, also auch die Frage von Freiheit in der Corona-Pandemie, aber auch in anderen Krisen, dass diese Debatten teilweise nicht ganz klar zeigen oder ein bisschen vernebeln, dass da eigentlich ganz unterschiedliche Ideologien und Ideen hinterstehen. Mhm. Was meinen Sie genau damit? Können Sie das vielleicht mal ein bisschen ausdifferenzieren? Also ich meine, ich habe brav das Programm gelesen und da steht bei Ihnen ein wunderbarer Satz, da steht, ob angesichts von Krisen wie Krieg, Klimawandel und Pandemie die Definition, das ist jetzt das Zitat, die Definition von Freiheit als Nicht-Einmischung in die Angelegenheiten des Einzelnen nicht mehr ohne weiteres überzeugt. Das war eine Frage, die gestellt wurde. Ja. Und meine These wäre, dass diese Definition noch nie überzeugt hat und auch gar nicht überzeugen kann. Und dafür gibt es drei Gründe. Der erste Grund ist, wir uns hier ausschließlich auf das, was Isaiah Berlin negative Freiheit genannt hat, konzentrieren. Freiheit aber drei unterschiedliche Aspekte hat. Ja? Also ein Rechtsphilosoph, übrigens Gerald McCallum, hat das schon in den 1960er Jahren herausgestellt. Jede Aussage über Freiheit oder Unfreiheit lässt sich übersetzen in eine Aussage, die drei unterschiedliche Aspekte angibt. Also erstens geht es um die Frage, wer ist eigentlich frei oder unfrei? Um wessen Freiheit geht es? Das klang in Ihrem Beitrag eben schon an. Ja? Und da werden Sie eben sehen, je nachdem, wie wir urteilen, etwa über den Klimawandel, die Pandemie, oder den Ukraine-Krieg, da kommen unterschiedliche Positionen zustande in Abhängigkeit davon, welche Akteure wir überhaupt in den Blick ziehen. Dann gibt es natürlich tatsächlich diese Frage, wovon ist der Akteur frei oder unfrei? Also wird seine Freiheit eingeschränkt? Welche Einschränkungen liegen vor? Und drittens diskutieren wir in Freiheitsdiskussionen aber immer auch, wozu ein Akteur frei oder unfrei ist. Und das ist das, was Berlin positive Freiheit genannt. Da geht es nämlich um Selbstbestimmung oder Autonomie. Wenn wir Freiheit rein negativ als Nichteinmischung verstehen, dann
droht Freiheit zu weit gefasst zu werden und ethisch trivial zu werden. Also das wäre dann wirklich so weit, dass allein dadurch, dass ich hier sitze, schränke ich die Freiheit meiner Mitredner ein, weil die hier nicht mehr sitzen können. Also das wäre tatsächlich trivial. Ja? Das wäre keine Position. Die sie, und der ethische Punkt ist, wenn es auch darum ginge, ja, unsinnige, selbstschädigende oder unmoralische Handlungen zu ermöglichen, dann müssen wir uns fragen, was macht denn Freiheit eigentlich wertvoll? Warum ist Freiheit etwas, für das es sich politisch zu kämpfen lohnt? Ja? Und man muss eben auch fragen, der Liberalismus ist ja die Position, die Freiheit eben zum grundlegenden politischen Wert erklärt und die Legitimität eines Staates daran bindet, dass er das Recht auf Freiheit seiner Bürgerinnen und Bürger respektiert. Ja? Das heißt, Freiheit ist immer schon ein normativer Begriff. Dann, es klang in der Einführung schon an, Freiheit muss universalisierbar sein. Das heißt, sie muss für alle Individuen gelten. Ja? Und wenn wir dann sehen, wie wir mit unserer Freiheit umgehen, dann stellt sich bereits auf der moralischen Ebene für das Individuum das Problem, wie Kant es formuliert, dass ein gewisser Gebrauch meiner Freiheit ein Hindernis für die Freiheit anderer sein soll. Ja? Und ich glaube, dass solche Krisen wie die Pandemie, der Krieg oder auch der Klimawandel uns vor Augen führen können, dass Menschen für andere Menschen unbeabsichtigt zur Gefahr werden können. Und dass wir in vielen Fällen, selbst wenn wir optimal rational und moralisch motiviert sind, überhaupt nicht absehen können, wie sich unser Handeln global auswirken würde. Sprich, es geht nicht ohne staatlichen Eingriff. Das heißt, wir wollen zwar, dass, wenn wir uns Gesetze geben, sei es auf der moralischen oder auf der staatlichen Ebene, dass der Freiheitsraum des Einzelnen vor ungerechtfertigten Übergriffen geschützt wird und dass jede Freiheitseinschränkung gerechtfertigt wird, aber damit wird nicht beliebiges individuelles Wollen geschützt, sondern die Gemeinschaftsbezogenheit des Individuums. Also Freiheit spielt sich immer unter sozialen Bedingungen ab. Die wird von vornherein mitgedacht und damit wird eben das Schützenswerte, also das, was für alle schützenswert ist, als das gedacht, auf das wir uns rational und demokratisch einigen. So. Vielen Dank. Super. Wir werden gleich genauer in die Debatte auch gehen, um auszutarieren, wie Verantwortung und Freiheit in einem Spannungsverhältnis stehen, wie man die beiden vielleicht auch verschieben kann in Zukunft, wie sie sich verschoben haben. Ich würde gerne das Publikum jetzt noch mal bitten, kurz mitzumachen, weil Sie haben das ja schon angesprochen, es gibt sehr unterschiedliche Freiheitsbegriffe. Also fragen wir doch mal, welche Freiheit meinen wir eigentlich? Ganz konkret, worüber sprechen wir? Freiheit von wem, wofür? Sie haben gesagt, es gibt die negativen Freiheiten, also Freiheit von etwas, von Armut und Diskriminierung beispielsweise. Es gibt auch die positiven Freiheiten, also dass man das Recht hat auf persönliche Meinungsäußerungen, Bildung und so weiter. Das sind total komplexe Fragen. Ich komme Ihnen jetzt wieder mit einer recht einfachen Frage, aber Sie können sich das mal anschauen, und zwar unsere Mentimeter-Ranking-Frage diesmal. Also es ist nicht eine Ja-Nein-Frage, sondern eine Frage, die Sie ranken können, wo Sie Ihre Prioritäten von oben nach unten angeben können. Und zwar lautet die Frage: Für ein freies, selbstbestimmtes Leben ist für mich am wichtigsten. Und Sie haben die Option politische Teilhabe, finanzielle Grundsicherung, Wissen und Lernen, Gesundheit und Akzeptanz anderer, wie ich bin. Ist jetzt hier andersrum, ich lese es nochmal so rum vor, dann können Sie nochmal abstimmen, während ich das sage. Also ganz oben ist Wissen und Lernen, politische Teilhabe am zweiten, das dritte ist finanzielle Grundsicherung, vierte Gesundheit und jetzt ändert sich schon, und das fünfte war eigentlich das Akzeptieren, dass andere mich akzeptieren. Schauen wir mal, wie das sich hier, wer das Rennen macht am Ende. Wie? Geht da noch was? Gesundheit kommt, ja. Ja. Und jetzt politische Teil. Ja. Doch noch geschafft. Oh, ist noch was in Bewegung? Stimmen Sie alle noch ab? Ein paar sind noch dabei, sehe ich gerade. Oh, jetzt ist auf einmal Wissen und Lernen ganz oben. Viel Bewegung drin.
So, jetzt scheint es sich einigermaßen eingependelt zu haben. Wir haben also an der ersten Stelle Wissen und Lernen, an der zweiten Gesundheit, dann drittens politische Teilhabe, viertens finanzielle Grundsicherung und fünftens, dass andere mich akzeptieren. Herr Giebler, da müssen wir natürlich direkt jetzt mit Ihnen draufgehen. Freiheit, habe ich gerade schon gesagt, ist ein mega facettenreicher Begriff. Im Zweifel fällt auch alles unter einen Freiheitsbegriff, den man hat und sagt, alles ist eigentlich wichtig, um für mich frei, selbstbestimmt leben zu können. Aus dieser ganz verknappten Darstellung, die wir jetzt haben, aus diesem Ranking, was kann man daraus ablesen, welche Präferenzen es gibt, welches Freiheitsverständnis zumindest hier im Raum vorherrschend ist und wie können Sie das abgleichen mit dem, was Sie repräsentativ in den Umfragen sehen? Ja, es ist auf jeden Fall ein relativ differenziertes Bild. Also ich glaube nicht, dass man das jetzt einfach so ganz klar einer Schule des liberalen Denkens oder so irgendwie zuordnen könnte. Vielleicht oder höchstwahrscheinlich haben wir natürlich auch bei der Frage wieder so einen kleinen Bias hier im Raum. Wir haben tatsächlich so eine relativ ähnliche Frage jetzt letztes Jahr gestellt in einer ganz großen Umfrage, die wir mit über 50.000 Leuten in 26 Ländern überall auf der Welt gemacht haben, also von Indien, Indonesien, Peru, Brasilien, Deutschland, England, USA und also einmal quer rum, Ghana. Und da sieht das Ergebnis schon ein bisschen anders aus. Gesundheit ist da das, was sozusagen ganz oben steht. Tatsächlich kommt Wissen und Lernen dann auch relativ weit oben. Also wir haben es noch mit viel, viel mehr sozusagen Möglichkeiten dort abgefragt. Was relativ weit unten kam, war dann tatsächlich politische Teilhabe. Hier ist es auch eher so in der Mitte. Man könnte ja schon sagen, die Idee sozusagen, wie man darüber entscheiden kann, wie das eigene Leben aussehen sollte, könnte zumindest in der Demokratie ja darüber laufen, dass man eben politische Teilhabe hat, dann eben das Individuelle in das Kollektive überführt über politische Entscheidungen und so weiter. Das ist hier in der Mitte, bei unserer Befragung war das sogar relativ weit hinten, was ein bisschen erstaunlich ist, weil man ja eigentlich sozusagen die Vermutung haben möchte, dass die Leute darüber eigentlich mehr mitbestimmen wollen. Es ging aber eher sozusagen, sage ich mal, um Bedürfnisse, wenn man jetzt an so eine Bedürfnispyramide denkt, die sozusagen näher sind an der unteren Ebene, also an sowas wie Gesundheit oder eine bestimmte Grundabsicherung und so weiter. Das ist sicherlich auch nachvollziehbar, dass man sagen muss, okay, es muss erstmal das als Grundstein irgendwie gesetzt sein und dann kümmert man sich sozusagen um andere Dinge. Und wenn Sie jetzt beobachten, dass diese individuellen, persönlichen Freiheiten meistens ein bisschen höher gerankt werden und politische Freiheiten sekundär sind in diesen Umfragen, da haben Sie mir auch erzählt, dass Sie das für problematisch halten, weil das möglicherweise in zumindest Extremsituationen ein Einfallstor sein kann für autoritäre Tendenzen. Können Sie das ein bisschen nochmal erklären, warum Sie das als problematisch ansehen? Also ich meine, zum einen sehen wir auch, also wir wollen natürlich nicht einfach nur sozusagen diese Zahlen haben und dann wissen, okay, das steht auf 1, das auf 2, das auf 3, sondern wir wollen natürlich auch verstehen, welche Personen sozusagen Dinge auf welchem Platz irgendwie dann auch tatsächlich platzieren. Und was uns da eben auffällt, ist, dass Personen, die eher so klassisch autoritäre Werte haben, dass vor allen Dingen für die sowas wie politische Teilhabe oder auch, dass es wichtig ist, akzeptiert zu werden von anderen, dass das für die keine sonderlich große Rolle spielt. Ne? Und das ist natürlich dann durchaus auch ein Einfallstor für die Idee, dass man vielleicht eine gute Gesellschaft quasi auch ohne politische Teilhabe oder ohne, ich sag mal, diverse Lebensstile und so weiter sich denken kann und es eben dann viel stärker um so klassische materielle Werte geht oder auch um Gesundheit geht und alles andere erstmal im freien Raum und dem Individuum sozusagen selbst überlassen ist. Ne? Und das können prinzipiell natürlich politische Akteure auch ausnutzen, indem sie dann bestimmte Dinge sozusagen versprechen, ohne gleichzeitig dann auch eine politische Teilhabe oder eine Mitbestimmung irgendwie mitzudenken. Mhm. Herr Augsberg und Frau Döring, wie sehen Sie das aus juristischer, aus philosophischer Perspektive? Ist es ein Problem, wenn wir hier es mit einem Freiheitsbegriff zu tun haben, der vor allem über persönliche, individuelle Freiheiten definiert wird und wo politische Teilhabe eigentlich irgendwie teilweise zumindest hinten runterfällt? Naja, dass wir immer verschiedene Freiheiten kombinieren, ist, glaube ich, relativ normal. Gesundheit ist ja letztlich nur ein Hinweis darauf, dass wir sagen, wir sind
in enger Abhängigkeit zu unserem eigenen Körper. Und insofern kann uns da nicht als freie, selbstbestimmte Wesen, die wir ja idealiter sind, irgendwie die eigene Gesundheit einen Strich durch die Rechnung machen, weil sie uns vormacht, was alles nicht mehr funktionieren kann. Das ist natürlich auch ein graduelles Konzept. Also die WHO sagt, gesund ist, wenn man irgendwie jegliche Abwesenheit von körperlichem und seelischem Unwohlsein, nicht nur nicht krank sein, das habe ich nicht mehr, seit ich 30 bin, irgendwie diesen Signalzustand. Also das ist natürlich was man in dem Maße nicht haben kann. Gleichzeitig wissen wir, dass sehr kranke Menschen auch nicht mehr selbstbestimmt sind, sondern in ganz starkem Maße auf andere angewiesen sind und dass das so weit gehen kann, dass sie das als eine Last empfinden. Das ist dann auch eine gesellschaftliche Aufgabe, entsprechend natürlich irgendwie die Akzeptanz, das ist ja der zweite Punkt, gesellschaftliche Freiheit irgendwie herzustellen, dahingehend, dass wir sagen, wir gehen auch auf diese in ihrer Freiheit beschränkten Menschen zu. Aber dass die politische Selbstbestimmung davon ein separates Spektrum ist, ist, glaube ich, jedenfalls juristisch nicht als größeres Problem anzusehen. Wir haben so eine ähnliche Spaßesfrage, die wir mit den Studenten diskutieren. Da geht es darum, würden Sie lieber in einer rechtsstaatlichen Nicht-Demokratie oder in einem demokratischen Unrechtsstaat leben? Da steckt dahinter, dass man natürlich unterschiedliche Formen von individueller oder kollektiver Selbstbestimmung ausleben kann. Das muss zueinander ins Verhältnis gesetzt werden. Ich glaube, das ist kein Entweder-Oder. Mhm. Frau Döring, was sagen Sie dazu, also diese politische Teilhabe? Mich wundert eher, also wenn wirklich Wissen und Lernen priorisiert wird, dann ist das ja erstmal sehr schön, weil das zum Beispiel bedeutet, selbstbestimmtes Wesen, ich setze mich reflexiv zu meinen Antrieben ins Verhältnis und überlege, welche möchte ich wirklich weiter verfolgen. Ja? Das ist ja erstmal erfreulich. Es ist halt dann, was mich überrascht ist, dass das dann nicht zu einem größeren Interesse an politischer Teilhabe führt, weil man dann ja genau sieht, was gut oder schlecht läuft. Und da sollte doch eigentlich der Impuls entstehen, ich möchte da mitbestimmen. Ich lebe in einer liberalen Demokratie, ich habe die Chance. Und insofern würde ich eher annehmen, wenn das ein genuines Anliegen ist, das Wissen und Lernen, dass das eigentlich zu mehr politischer Teilhabe führen sollte. Es hängt natürlich davon ab, ich meine, das klang ja auch in Ihren Umfragen, in welchen Strukturen ich lebe. Ja? Aber wir haben ja die Möglichkeit, also los. Ja. Ja. Lassen Sie uns vielleicht nochmal genauer schauen, mit was für verschiedenen Freiheitsverständnissen wir in dieser Ausgangslage jetzt zumindest in Deutschland zu tun haben. Weil ich habe das ja schon in der Anmoderation auch gesagt, wir sind ja in einer Situation, wo wir so frei sind wie selten und gleichzeitig merken, dass wir wahnsinnig abhängig sind von Expertise, aber eben auch in diesem größeren Verantwortungsbewusstsein, dass es eben weit über unseren Nahbereich nur hinausgeht. Und da gibt es jetzt meiner Beobachtung nach zumindest verschiedene Reaktionen darauf, auf dieses Spannungsverhältnis von sehr frei sein und gleichzeitig seine eigene Abhängigkeit so doll spüren. Eine Reaktion, würde ich sagen, ist die libertär-autoritäre. Das ist so ein Freiheitsbegriff, der sehr stark aufs Ich bezogen ist. Also ich will alles machen können, auch aus einer Frustration teilweise heraus, dieses Freiheitsstreben. Das haben die Soziologin Caroline Amleger und Oliver Nachtwey jetzt ganz gut rausgearbeitet, auch inwiefern das vor allen Dingen am rechten Rand sichtbar ist. Dann gibt es auf der anderen Seite sowas wie einen kollektiveren Freiheitsbegriff, der eigentlich sagt, das Individuum ist immer schon geprägt durch soziale Verbindungen, man ist immer schon sorgebedürftig, abhängig von anderen. Deshalb geht es gar nicht so doll um eine liberale Freiheit des Einzelnen, sondern in diesem Kollektiv eben, dass man dort Freiheitsbegriffe entwickelt. Und ich frage mich, erleben wir gerade eine Verschiebung von Freiheitsbegriffen hin zu eher extremen Definitionen? Weil lange war ja der dominierende Freiheitsbegriff eher so der liberale, individuelle, also so in den Nullerjahren dieses Neoliberale, jeder soll alleine machen, was er will. Auch die Sozialdemokratie hat sich da sehr ja dieses Begriffes angenommen. Verschiebt sich das gerade hin zu eher extremen Definitionen, also zu dem, sagen wir mal, autoritär, sehr individuellen und auf der anderen Seite einem kollektiven Freiheitsbegriff? Darf ich? Gerne. Also, ich versuche, die These aufzugreifen. Also ich glaube, dass die Beobachtung trifft in gewisser Weise zu und es ist dann so ein leichtes Henne- und Ei-Problem. Also mein Eindruck ist, dass wir insbesondere in der Corona-Pandemie, auch in anderen Szenarien tatsächlich so Kollektivierungstendenzen haben, Vorstellungen doch davon, dass man sich als Individuum zu fügen hat, dass man bitte nicht egoistisch zu handeln hat, dass es Bürgerpflichten gibt, denen man auch jenseits des rechtlich Vorgegebenen doch bitte sich fügen sollte und dass sich das
auswirkt. Es gibt ja Überlegungen zu sagen, dass bestimmte Formen von Gesundheitsorientierung etwa auch diesseits des jetzt in der Pandemie Erfahrbaren doch genutzt werden können. Also nicht, was macht uns alles krank, rauchen, schlecht sich ernähren, Alkohol trinken, wir haben es ja eben nochmal gehört. Das muss man alles irgendwie auf andere Weise angehen. Und wenn man so eine Entwicklung hat, dann gibt es natürlich auch eine Gegenentwicklung. Und das kann natürlich so ein radikaler irgendwie Modus dann sein. Im Ausgangspunkt ist aber ja eigentlich diese von Ihnen beschriebene klassische liberale Perspektive auch die, die unserem Verfassungsdenken zugrunde liegt. Zu sagen, im Zweifel weiß es der Einzelne am besten. Also natürlich dann moderiert, nicht eingebunden in Beziehungen und nicht irgendwie allein selbstbestimmt, ich weiß alles am besten, aber eben auch nicht in einem solchen Sinne, wie es in der Pandemie häufig gehört haben, zu sagen, meine Freiheit endet dort, wo die Freiheit des anderen beginnt. Das ist offensichtlich Blödsinn. Also Grundrechte bestehen darin, Freiheiten zu beschränken. Wenn sich Leute auf die Straße stellen und zu demonstrieren, können sie da nicht langfahren. Das ist ein Freiheitsgebrauch, der Freiheiten anderer beschränkt, den wir aber hinnehmen und wo wir uns darüber unterhalten müssen, wo wir Grenzen ziehen. Aber wenn es so einfach wäre, dass wir sagen würden, wir können gewissermaßen alle nur nebeneinander herleben, die Grenzen verlaufen genau dort, dann hätten wir damit ja gar keine Schwierigkeiten, sondern Freiheiten müssen im Plural gedacht werden, müssen also nicht nur, was die Modalitäten angeht, sondern natürlich auch, was die Individuen angeht, irgendwie entsprechend immer aufeinander bezogen werden. Und das ist ein Prozess, der letztlich eine politische Diskussion verlangt, der auch nicht fix ist, wo wir nicht sagen können, das ist die richtige Position, sondern das ist ja das Schöne an der Demokratie. Wir lernen dazu, wir machen Fehler, wir versuchen es beim nächsten Mal besser zu machen. Also gilt das, glaube ich, auch für Freiheitsverständnisse. Mhm. Über diese Frage, was auch Freiheitseinschränkungen sind, wie sie zustande kommen, also wer da wie was entscheiden kann, für welche Ziele, da kommen wir gleich noch drauf. Ich würde gerne aber nochmal bei dieser Analyseebene bleiben, zu schauen, erleben wir eine Tendenz hin zu extremeren Freiheitsverständnissen gerade? Wie sehen Sie das, Frau Döring? Sie haben jetzt eher die Gefahren angesprochen. Also ich denke, wir sehen auch eine Chance. Ich hatte es ja auch, wir haben auch Chancen in dem, was können etwas gewinnen aus dem, was wir erlebt haben. Der eine Punkt ist ja der, was uns die Pandemie, jetzt der Ukraine-Krieg, vor Augen geführt haben, ist, dass freies Handeln unbeabsichtigt andere Menschen schädigen kann. Dass wir auch unabsichtlich für andere Menschen zur Gefahr werden können und dass wir uns halt überlegen müssen, wie wir das institutionell regeln, weil der Einzelne gar nicht in der Lage ist, solche sogenannten externen Effekte zu internalisieren. Wir müssen auch natürlich darüber reden, welche wir internalisieren wollen und welche nicht. Das ist natürlich eine entscheidende Frage, die wir demokratisch und rational lösen sollten. Etwas anderes, was ich aber auch positiv bewerte, ist, dass viele Menschen auch erfahren haben, aber das im Grunde schon seit 2015, was wir gemeinsam schaffen können und dass wir gemeinsam Dinge schaffen können, die wir alleine eben nicht schaffen könnten. Also sprich, wir haben ja unterschiedliche Institutionen, die dann das Gemeinwohl sichern. Wir haben Bibliotheken, wir haben Straßen und dergleichen. Ja? Und dafür müssen wir Steuern zahlen. Und es ist aber so, dass natürlich die Straße dem Millionär genauso offen steht wie demjenigen, der unter Armut leidet. Und da gibt es dann bestimmte Freiheitseinschränkungen, die ihrerseits freiheitsermöglichend sind. Also sprich, das Miteinander ermöglicht uns auch Freiheiten, die wir ohne dieses Miteinander und ohne diese Regelungen nicht hätten. Und ich denke, dass da diese Krisen, das war schon immer klar, aber dass da die Krisen uns das vor Augen geführt haben, wie unter einem Brennglas. Ja? Und dass wir insofern da auch viel draus lernen. Und ich finde halt erstaunlich, also jetzt ein schönes Beispiel. Es wird ja, wir haben ja eine interessante Parallele oder eine interessante Entwicklung. Also diejenigen, die in der Pandemie gegen die Maßnahmen protestiert haben, in extremem Maße protestiert haben, sind diejenigen, die jetzt nicht willens sind, die Ukraine zu unterstützen. Da gibt es ja durchaus Parallelen. Haben Sie da Belege viele. Für? Also, dass das, naja, dass gucken wir Frau Wagenknecht zum Beispiel an, also wenn Sie Namen hören sollen. Also gibt's schon immer mal wieder, oder Frau Giro ist auch ein anderes Beispiel dafür. Und dann kommt oft als Argument, ja, wie irrational sind diejenigen, die im einen Falle die Maßnahmen oder viele der Maßnahmen, da muss man ja auch mal differenzieren, um welche Maßnahmen es geht, mitgetragen haben.
und die jetzt sich einsetzen eben für die Ukraine. Und dann heißt es immer ja, das sei ja irrational. Also da hatte man Angst vor so einem kleinen Virus und man hat aber keine Angst vor dem großen Weltkrieg. Ich glaube, der Punkt ist, was diese Menschen eint, ist, dass sie ein Interesse daran haben, andere Menschen zu schützen oder andere Menschen zu unterstützen und dass da die Kontinuität zu sehen ist und dass das nicht irrational ist im Sinne von irrationale Angstzustände. Mhm. Nur gerne. Damit das nicht ja. so harmonisch wird. Ja. Hier, ich ja. sehe das ganz ich anders. Wollte gerade, ja, genau. Das dachte ich mir schon, dass Sie das ganz anders sehen. Also, also mit der Ukraine kenne ich mich zu wenig aus, aber ich glaube, dass die Aussage, dass wir in der Pandemie viel gelernt haben und jetzt gemeinwohlbezüglicher arbeiten, das scheint mir sehr, sehr optimistisch. Ich glaube, wir haben vor allen Dingen gesehen, dass da ein vielleicht typisch deutscher Steuerungsoptimismus geherrscht hat. Wir kriegen das schon hin, wir werden diese Pandemie in den Griff bekommen. Und das war ja auch zu erkennen an den entsprechenden politischen Signalen. Noch so ein paar Wochen durchhalten bis Ostern, dann wird alles gut. Und jetzt noch diese Maßnahme, die erste Impfung, die zweite Impfung, die 25. Impfung, dann sind wir endlich durch. Das ist, glaube ich, nicht überzeugend gewesen. Und ich glaube, dass in vielerlei Hinsicht auch die Gegenreaktion, ich habe auch keine harten Demonstrationen gesehen, ich fand diese Spaziergänger ziemlich, was ich so nachverfolgen konnte, ziemlich diszipliniert und unproblematisch dafür, dass wir die härtesten Grundrechtseinschränkungen der letzten Jahrzehnte erlebt haben, ist das doch sehr, sehr harmlos gewesen, was da an Protest bestanden hat. Und wir haben erlebt, dass viele Dinge, die uns versprochen worden sind, im Nachhinein nicht eingehalten worden sind, beziehungsweise sich als nicht richtig herausgestellt haben. Dass das zu Vertrauensverlusten führt, muss man, glaube ich, ehrlicherweise einbeziehen. Und dass man umgekehrt auch von mündigen Bürgern erwartet, dass sie nicht sagen, okay, ihr habt euch halt geirrt, das ist nicht so schlimm, wir nehmen den nächsten Irrtum nehmen wir auch gerne hin, ist auch was. Wie gesagt, in der Demokratie ist es nicht schlimm, dass man Fehler begeht. Das muss aber irgendwie aufgenommen werden. Was nicht funktioniert, und ich glaube, was auch wirklich Gegenreaktionen hervorruft, ist zu sagen, wir haben immer alles richtig gemacht. Das passiert in der Politik teilweise tatsächlich schon, nicht? Also Frau Bundeskanzlerin. Das sind aber zwei ganz unterschiedliche Fragen. Also die eine Frage ist, ist immer alles richtig entschieden worden? Und die andere Frage ist, wir haben diese Krise und wir sind in der Krise. Wie erleben wir da unsere individuelle Freiheit und unsere Verantwortung? Also ich will gerade nicht sagen, die Politik hat alles richtig gemacht und wir vertrauen blind auf die Politik. Im Gegenteil, was wir jetzt wissen ist, dass wir uns beteiligen müssen, also deshalb Stichwort politische Teilhabe, und stärker beteiligen müssen und nicht einfach abnicken dürfen, beliebige Maßnahmen. Also ich denke, da müssen wir ins Gespräch kommen. Ja? Absolut, aber ich glaube, genau das ist schiefgelaufen. Also wir haben Dinge gehabt, die offensichtlich teilweise Quatsch waren, nicht alleine an der Alster, ein Fischbrötchen essen war verboten, offensichtlich unsinnig, hat mit Infektionsschutz nichts zu tun. Wir haben auch Dinge gehabt, die normativ einfach inakzeptabel waren. Die Einsamkeit der Sterbenden ist ein Menschenwürdeverstoß, wenn es denn überhaupt einen gibt. Dass wir das zugelassen haben als Gesellschaft, ist ein Skandal. Und das hätte man sagen können. Und stattdessen haben wir die Kritik geübt haben, die teilweise natürlich irgendwie von JWD kommen und sonst was problematisch. Aber wir haben das zu stark als Gesellschaft ausgesondert und gesagt, gewissermaßen, wer kritisiert? Denken Sie doch an diese komische Schauspielerkonstellation. Das war doch harmlos, was die gemacht haben. Aber was haben die dafür auf die Mütze bekommen, dass sie gesagt haben, wir sind nicht bereit, alles mitzumachen? Anstatt zu sagen, wir nutzen das als Gelegenheit, um darüber zu diskutieren. Ja. Also wenn ich das zusammenfassen darf, jetzt, ich gucke natürlich immer mit der Perspektive auf den Freiheits- und Verantwortungsbegriff in diesem Spektrum. Sie würden eher argumentieren, dass die Freiheitseinschränkungen, die wir erlebt haben, die ja auch dann auf einmal denkbarer, machbarer wurden, dass das eigentlich eine Gefahr darstellt, dass sich das jetzt fortsetzt, perpetuiert. Während Frau Döring, Sie tendenziell sagen würden, da kann auch eine Chance drin liegen, dass wir eben wissen, wo wir unsere Freiheit einschränken, um mehr Freiheit zu gewinnen. Ich würde Herrn Giebler da gerne mit reinbringen. Was ist Ihre Haltung? Also wenn wir es jetzt wirklich so konkret dann fassen und fragen, die Tatsache, dass die Freiheitseinschränkungen durch die Pandemie erst denkbarer und dann offenbar auch machbarer geworden sind, ist das eher eine Chance oder eine Gefahr in Ihrer Beobachtung jetzt? Na, ich glaube, dass zumindest im deutschen Kontext bestimmte Fragen quasi dann an Bedeutung gewonnen haben oder auch dieses Thema Freiheit einfach an Bedeutung gewonnen haben. Aber wenn man sich historisch anschaut oder in andere Länder blickt, ist Freiheit schon immer ein Kampfbegriff gewesen oder die Definition von dem, was eigentlich frei ist oder was eben nicht frei ist und so. Ich glaube, dass wir momentan schon ein bisschen in so eine Situation drohen, hineinzusteuern, in der deutschen Debatte, auch in der medialen Debatte,
alles jetzt unter diesem Freiheitsgesichtspunkt geframed wird und damit dann alles geht. In welche Richtung meinen Sie, also, alles geht? Dass man sozusagen, also ich bin total bei Ihnen, es wurden relativ viele Fehler in der Pandemie-Politik gemacht, natürlich nicht nur, aber relativ viele. Und diese Einsicht wird jetzt teilweise sozusagen dann so genutzt oder so umgedeutet, dass deswegen erstmal jegliche Einschränkung der Freiheit absolut problematisch ist und so. Und man eben auch Dinge, wo man sagen kann, naja, also natürlich ist es eine Einschränkung, aber man müsste trotzdem erstmal prüfen, ob sie nicht eigentlich mit dem, was man damit gewinnen könnte, eigentlich gut zu rechtfertigen wäre, erstmal per se irgendwie ausgeschlossen wird. Also es gibt vielleicht einen Lerneffekt, aber der Lerneffekt könnte sozusagen auch in die andere Richtung gehen, dass man sozusagen jetzt relativ klar weiß, in dem Moment, in dem ich sozusagen, Vorsicht, meine Freiheit, erstmal alles irgendwie ausgebremst wird. Und wir sehen das viel extremer natürlich schon, das ist auch immer das einfachste Beispiel, in den USA, wenn dann irgendwie, keine Ahnung, man vollautomatische militärische Sturmgewehre mit dem Freiheitsbegriff, also dass man die kaufen kann, besitzen kann, dass man damit in ein Rathaus, ins Parlament gehen kann, wie auch immer, dass man das sozusagen mit dem Freiheitsbegriff quasi rechtfertigt und gleichzeitig dann eben Frauen den Schwangerschaftsabbruch sozusagen nicht mehr ermöglichen könnte und das alles angeblich unter einen Freiheitsbegriff irgendwie fällt. Das ist auch ein Problem, das ich sozusagen sehe, dass ich eben dadurch, dass es wieder ein neuer oder ein stärker in den Vordergrund rückender Kampfbegriff wird, sich da eben auch gesellschaftliche Spaltungen irgendwie entwickeln können oder verhärten können. Und wir brauchen, weil wir eben in der Gemeinschaft leben, brauchen wir natürlich auch einen Kit, der uns irgendwie zusammenhält. Wir brauchen irgendwie auch Solidarität und es wäre schon extrem schade, wenn Freiheit sozusagen jetzt plötzlich diese Bruchstelle bilden würde, die unsere Gesellschaft eher auseinanderdriften lässt und nicht zusammenbringt. Würden Sie beide da zustimmen? Sie also, nicken, Frau Dünger? Ja, ich würde da zustimmen, vor allem, weil es dann wieder um diesen verkürzten Freiheitsbegriff geht oder um einen völlig im Wagen gelassenen, einen dahingerauenden Freiheitsbegriff. Wenn man wirklich mal fragt, wessen Freiheit wird eingeschränkt, wovon, worin bestehen die Einschränkungen, drittens, wozu soll er frei sein? Da sehen wir ja zum Beispiel bei der Klimawandeldebatte, also da passiert das hoffentlich nicht, das Szenario, was Sie gerade geschildert haben. Es macht ja einen großen Unterschied, über wen ich überhaupt spreche. Also spreche ich jetzt über uns, spreche ich über den globalen Süden, spreche ich über zukünftige Generationen, da werde ich zu ganz anderen Ergebnissen kommen. Ja? Und auch, was sind eigentlich Freiheitseinschränkungen? Wenn ich eben jede mögliche Einschränkung als Freiheitseinschränkung und den Staat jetzt, wenn ich das zum Alibi nehme, den Staat jetzt als Feind anzusehen, dann wird es schwierig. Ja? Und positiv müssen wir halt auch darüber sprechen. Da müssen wir halt wirklich fragen, welche Dinge sind tatsächlich schützenswert. Das darf natürlich nicht aufoktroyiert werden, das müssen wir gemeinsam verhandeln. Ja? Aber es darf halt nicht reflexhaft gesagt werden, egal was passiert, es ist immer schon eine Freiheitseinschränkung. Nur weil ich das will, ist es auch wert. Voll. Mhm. Dann lassen Sie uns darüber sprechen, oder wollten Sie gerade noch darauf eingehen? Ja, ich wollte, wenn ich darf, kurz gerne widersprechen. Gerne. Naja, weil ich argumentiere insoweit ja auch aus der Perspektive des Verfassungsjuristen und da ist schlicht die Grundannahme, die zu sagen, es gibt ein rechtsstaatliches Verteilungsschema, wonach die Freiheit des Einzelnen prinzipiell unbegrenzt ist, die Freiheit des Staates prinzipiell begrenzt ist. Und das ist eigentlich eine Annahme, mit der wir als Gesellschaft auch irgendwie aufgrund historischer Erfahrung irgendwie festgelegt haben, mit der wir auch bislang ganz gut gefahren sind. Ich sehe auch nicht die Beispiele dafür, dass Freiheit jetzt irgendwie als Absolutum oder als oberste Zielsetzung geschaffen wird. Ich sehe eher umgekehrt, dass wir genau das in der jüngeren Vergangenheit mit Gesundheit gemacht haben. Wenn Sie die verfassungsgerichtliche Rechtsprechung sich angucken, ist kaum vorstellbar, was eigentlich unter dem Topos Gesundheitsschutz nicht mehr gerechtfertigt werden kann. Das ist so großzügig an der Stelle, dass der Freiheitsbegriff da doch vergleichsweise klein geschrieben wird. Und wo es wirklich ganz schwierig wird und wo es auch, glaube ich, wo auch man sieht, wie problematisch diese Großbegriffe auch sind, ist, wenn man als Beispiel dann ausgerechnet den Schwangerschaftsabbruch bringt und sagt, das ist die Freiheit der Frau. Das ist ja das mit Schwierigste, was wir überhaupt machen können, weil wir da einen intrakorporalen Freiheits- oder Grundrechtskonflikt haben, wo wir natürlich einerseits ein Selbstbestimmungsrecht der Frau haben, wo wir aber andererseits ein werdendes menschliches Leben haben. Dann kann man sich darüber streiten, ab wann das ein menschliches Leben ist, aber mit 3,5 Kilo ist es das ganz bestimmt. Und das
sind Fälle der Spätabtreibung, die es ja gibt. Das ist ja nicht irgendwie was, was man sich ausgedacht hat. Und das als Beispiel für Freiheit zu nehmen, ist, glaube ich, ganz problematisch. Ich glaube, das ist eher genauso ein Beispiel dafür, wie man ineinander verwoben ist und in dem Falle natürlich wirklich im wortwörtlichsten Sinne nicht irgendwie diese Einheit in Zweiheit dort irgendwie hat. Das kann man, glaube ich, nicht als irgendwie, sowieso sind Vergleiche USA, Deutschland immer schwierig, aber ich glaube, gerade da irgendwie müssen wir ganz, ganz vorsichtig sein, das als irgendwie als Freiheitsideal hochzuhalten, dass man irgendwie die Abtreibungsgesetzung in die eine oder andere Richtung treibt. Also das ist ein sehr diffiziles Thema. Wollen Sie darauf direkt noch eingehen? Ich würde dazu nur sagen, dass es ja nicht um eine Abtreibung von sozusagen schon fast oder vielleicht sogar schon lebensfähigen Babys sozusagen geht, sondern es geht ja sozusagen um das mehr oder weniger generelle Verbot, auch ohne Ausnahmen, was, keine Ahnung, Schwangerschaften nach Vergewaltigungen oder Schwangerschaften von 12-jährigen Mädchen irgendwie angeht. Und da, also ich kann das durchaus nachvollziehen, dass man als Verfassungsrechtler vielleicht eine andere Meinung dazu hat, aber wenn man das aus einer moralischen Perspektive betrachtet, dann denke ich, dann sollte es zumindest die legale Möglichkeit geben. Und da diese Schwangerschaftsabbrüche dann ohnehin vorgekommen werden, müsste man da auch an das Wohl der Frau denken. Wir wissen, was passiert, wenn es eben illegal wird, wie das in Irland ist da immer ein großartiges Beispiel für, wie wahnsinnig viele Frauen da nach einer Abtreibung dann nie wieder Kinder bekommen konnten, weil sie auf irgendwelchen Schiffen irgendwo auf dem Meer sozusagen operiert wurden und so weiter. Das ist zumindest für mich schon ein Punkt, der was mit Freiheit zu tun hat. In dem Fall klar natürlich die Freiheit der Frau und nicht die Freiheit des ungeborenen Kindes. Aber ich glaube schon, dass man das in der Debatte jetzt nicht ausklammern kann. Nee, aber es zeigt, glaube ich, wie schwierig das ist. Weil man natürlich sagen können, wenn wir uns ein Vergewaltigungsopfer vorstellen, zu sagen, die ist jetzt, das ist eine freie Entscheidung, dass sie eine Abtreibung vornimmt. Die ist in ganz spezifischer Weise einem unglaublichen Druck ausgesetzt. Eine schreckliche Vorstellung. Und ich glaube, das verdeutlicht, glaube ich, einfach diese Komplexität der unterschiedlichen Szenarien, die da eine Rolle spielen, diese Multipolarität irgendwie der Grundrechtsbeziehung, dass wir sagen, wir müssen eben, wir haben nicht nur die Frau, die was machen möchte und damit ihrem eigenen Körper gegebenenfalls schadet, das wäre ja relativ schlicht, sondern wir haben zusätzliche Personen, die mit berücksichtigt werden muss und das in unterschiedlichsten Szenarien, zeitlicher Art, sozialer Art etc. Also, aber die ineinander Verwobenheit, um jetzt diese komplizierte Frage der Zulässigkeit von Schwangerschaftsabbrüchen abzubrechen, die zeigt ja gerade, dass Freiheit, individuelle Freiheit eben nicht grenzenlos ist, sondern dass wir ständig in dem Prozess sind, abzuwägen zwischen unterschiedlichen individuellen Freiheiten und das insofern, also jetzt um das Buch von Amlinger und Nachtwey zu zitieren, dass das wirklich ein Extremismus ist, der in die falsche Richtung abkippt, mhm. Ja, und der so auch nicht durchs Grundgesetz gedeckt ist. Ja, dann schauen wir doch mal, was tatsächlich durchs Grundgesetz gedeckt ist. Wenn wir jetzt wegkommen von dieser Debatte hin zu, welche Ziele rechtfertigen eigentlich die Einschränkung der individuellen Freiheiten. Was kann man sich da vorstellen? Könnten Sie uns vielleicht auch juristisch mal erklären, wo man sagt, wenn wir jetzt auf das Beispiel Klimakrise schauen, wo sind da eigentlich individuelle Freiheitseinschränkungen gerechtfertigt, bis zu welchem Punkt? Das kann man, glaube ich, so pauschal gar nicht sagen. Es gibt zwei wesentliche Elemente, die man dabei beachten muss. Das eine ist letztlich das Demokratische. Wir brauchen eine entsprechende parlamentsgesetzliche Grundlage. Das heißt, die Einschränkung von Freiheiten muss irgendwie mehrheitlich abgesichert sein. Und dann kommt aber hinzu, das ist nicht die alte Angst vor der Tyrannei der Mehrheit, dass wir sagen, wir wollen an der Stelle eben nicht es damit belassen, zu sagen, demokratisch entscheiden wir uns für eine bestimmte Maßnahme, sondern wir sagen dann, jetzt tritt gewissermaßen der rechtsstaatliche Teil, der grundrechtliche Teil dazu und wir sagen, es gibt bestimmte Grenzen, also es gibt ein Abwägungserfordernis, ein Spiel von Grund und Gegengrund an der Stelle, der vorgenommen werden muss. Und das ist natürlich irgendwie auf bestimmte Kontexte bezogenes Szenario. Da kann man nicht von Anfang an sagen, es geht immer die Gesundheit vor oder es geht immer die Demonstrationsfreiheit vor, sondern das ist zu überlegen, auch wie stark die einzelnen Maßnahmen für die jeweiligen Betroffenen irgendwie und bestimmte Rechtsgüter eigentlich eine Belastung bedeuten. Aber es ist immerhin ein Korrektiv und man muss sich dann auch klar machen, dass aus dieser Funktion heraus ein Gegengewicht zu der Mehrheitsentscheidung zu stellen, natürlich fast zwangsläufig folgt, dass Grundrechte nicht für die Mehrheit da sind.
Also nicht, wenn wir in einem Land, wo 99% Katholiken sind, brauchen die 99% Katholiken keine Religionsfreiheit. Das ist egal, das können die alles wunderbar demokratisch in ihrem Sinne machen. Aber das 1% Protestanten oder Muslime oder was auch immer, was es da gibt, die müssen auf die Weise geschützt werden. Und müssen auch davor geschützt werden, dass gesagt wird, dein Gebetsteppich in der Bibliothek, der irgendwie belastet mich, weil ich da jetzt nicht durchkomme. Das ist genau der Punkt, dafür sind Grundrechte da. Grundrechte sind Zumutungen. Und sie sind, also so sage ich das meinen Studenten, das halte ich auch für richtig, entgegen dem, was Sie gerade gesagt haben, Grundrechte sind für Aluhutträger da. Ja, natürlich nicht, also Meinungsfreiheit ist dazu da, dass man auch Unfug reden kann. Wenn wir nur richtige Sachen sagen dürfen mit der Meinungsfreiheit, ist die Meinungsfreiheit nichts wert. Wir wollen Dinge an der Stelle ausprobieren lassen. Das ist auch ein gewisser Spaltpilz in der Gesellschaft, insoweit ganz bewusst zu provozieren, Stachel im Fleische der Mehrheit zu sein. Heißt natürlich nicht, dass alles erlaubt ist, aber genau, ich glaube, da sind wir uns völlig einig, dieser Aushandlungsprozess ist das Spannende. Aber eben vor dem Hintergrund dessen, dass wir sagen, wir wissen ganz genau, es gibt einen Bereich, den wir dann doch nicht antasten dürfen. Ich würde da gerne ein bisschen Tiefenschärfe noch reinbringen, und zwar mit der Frage, wer eigentlich entscheiden sollte, wessen Freiheiten eingeschränkt werden. Also wenn wir jetzt mal bei diesem Beispiel Klimakrise zum Beispiel bleiben, da würde ich gerne auch das Publikum jetzt noch mal mit reinholen in die Debatte. Wenn wir wirklich drauf schauen, das ist auch wieder sehr unterkomplex in der Fragestellung, aber trotzdem vielleicht interessant, um hier auch die Debatte noch mal auf diese Frage zu bringen, wer sollte eigentlich darüber entscheiden dürfen, ob ihre Freiheit eingeschränkt wird. Also wenn Sie das jetzt selber entscheiden dürften, wir haben hier verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Das ist zum einen die Politik, also die Regierung sollte darüber entscheiden dürfen. Die Wissenschaft, das ist natürlich was, was wir aus der Pandemie jetzt gesehen haben. Expertinnen und Experten sollten darüber entscheiden. Dann gibt es die Möglichkeit Religion, also religiöse Führer, das Gesetz Gottes sollte darüber entscheiden. Oder nur Sie selbst, also das Individuum selbst sollte darüber entscheiden. Ich schaue gerade mal, wie sieht es bei Ihnen aus? Einige sind noch in der Abstimmung, viele haben schon. Der Trend geht Richtung Politik, Wissenschaft kommt noch ein bisschen nach oben vielleicht. So, ich glaube, es pendelt sich jetzt einigermaßen. Oh, wobei, die Wissenschaft kommt noch mal mehr nach oben. Noch Expertokratie. Ja, noch mal kurz abwarten vielleicht. Das ist jetzt fast schon ein Kopf-an-Kopf-Rennen, oder was sagen Sie, Herr Giebler? Also dieses Verhältnis von, ja, die Politik oder die Wissenschaft. Die anderen beiden Optionen, also Religion, ist bei 0% gelandet und nur Sie selbst bei 14%. Das heißt, wir haben jetzt hier eigentlich ein klares Bild von, entweder soll die Politik entscheiden oder die Wissenschaft oder vielleicht auch in Absprache miteinander. Genau, das ist natürlich auch immer ein bisschen die Frage, wie man, das sind ja auch jetzt ganz, ganz große Begriffe, ne? Also was ist sozusagen mit Politik gemeint, wer ist die Wissenschaft und so weiter. Aber ich denke, dass das schon auch Punkte hier ein Stück weit zusammenführt, ne? Dass wir natürlich schon in der Demokratie natürlich als individuell selbstbestimmte Wesen trotzdem Entscheidungen gemeinsam treffen müssen. Das könnten, sollten wir dann vielleicht über demokratische Prozesse und so weiter machen. Und das ist, also wenn man das sozusagen unter Politik versteht, dass es sozusagen eine Eingabe durch die Bürgerinnen und Bürger gibt, dann sollte das am Ende gegebenenfalls auch bindende Entscheidungen mit sich bringen können, weil letztendlich sind ja Gesetze genau das. Also die Gesetze werden dann eben von gewählten Vertreterinnen und Vertretern gemacht, müssen natürlich im Einklang jetzt in Deutschland mit zum Beispiel dem Grundgesetz sein oder auch mit dem europäischen Recht inzwischen. Aber das ist natürlich eine gute Grundbedingung. Gleichzeitig sieht man aber auch an dem Ergebnis, dass Wissenschaft eine Rolle spielen soll, was sicherlich auch der Tatsache geschuldet wird, und das ist auch eine wahnsinnige Banalität, dass das Leben und die Welt wird immer komplizierter, und natürlich ist dann schon die Idee, dass man über Wissenschaft, zumindest würde ich das so interpretieren, eine bestimmte Expertise in diese Prozesse mit reinbringt, die dann eben halt auch berechtigterweise sagen kann, okay, wir müssen diese Einschränkung machen aus der und der Begründung heraus. Und rein theoretisch hat die Wissenschaft oder zumindest die gute Wissenschaft ja auch immer
immer so ein eigenständiges Korrektiv, das sozusagen natürlich auch, es gibt keine Wahrheit in der Wissenschaft, sondern es gibt immer nur sozusagen einen aktuellen Stand und dann wird darüber irgendwie diskutiert und sich ausgetauscht. Das heißt, beide Bereiche, wenn man Politik als demokratische Entscheidungsfindung versteht und Wissenschaft so versteht, wie Wissenschaft sein sollte, wie sie aber zugegebenermaßen leider nicht immer sozusagen gemacht und verstanden wird, dann sind es beides Prozesse, die sozusagen ein Selbstkorrektiv haben, die quasi immer wieder darüber nachdenken, ob das, was man gerade eigentlich entschieden hat, auch tatsächlich richtig ist in dieser Situation oder für alle Bevölkerungsgruppen oder unter neuen Bedingungen und so weiter. Und von dem her finde ich das eigentlich relativ beruhigend sozusagen, das Ergebnis, wenn es tatsächlich eben auch so gedacht ist. Das ist jetzt der Bereich, wo wir darüber sprechen, wie die Freiheiten eingeschränkt werden sollten von externer Seite. Es gibt aber natürlich bei der Klimakrise ja auch den Appell zu sagen, man muss persönlich, individuell einfach Freiheiten schon einschränken. Also sei das jetzt bei Fragen von Konsum, Energieverbrauch, welches Auto man fährt, Fleisch essen und so weiter. Das ist natürlich auch ein Teil. Und wenn man den Freiheitsbegriff jetzt so versteht, dass man denkt, Freiheit ermöglicht verantwortungsvolles Handeln und Verantwortung gibt der Freiheit eigentlich erst eine Ausrichtung und einen Sinn. Was müssen wir dann sagen, welche Verantwortung hat die Einzelne, der Einzelne und wo hört diese Eigenverantwortung, sich selbst einzuschränken für ein höheres Ziel, wie jetzt beispielsweise den Klimaschutz, wo hört das auf? Offene Frage auch in die Runde. Ist vielleicht auch wieder ein Beispiel dafür, welche, dass man da auf unterschiedlichen normativen Ebenen auch argumentieren kann, zu sagen, ich habe sicherlich eine andere moralische Verantwortung als eine rechtliche Verantwortung. In rechtlicher Hinsicht muss ich nur das tun, was mir entsprechend unmittelbar verbindend vorgegeben ist. Das ist auch an der Stelle eine angenehme moralische Zurückhaltung. Und dieses Moralinsaure mit dem Zeigefinger winken, zu sagen, das sollst du aber nicht tun, ist insoweit für den Rechtsstaat eigentlich auch ein Problem, weil wir sagen können, wir haben extra dafür geschaffene demokratische Entscheidungsverfahren, um entsprechend Dinge, die wir von den Bürgern erwarten, dann auch in eine angemessene Form zu gießen. Darüber hinaus zu gehen und zu sagen, jetzt mögest du aber, ist so ein Surplus, was, glaube ich, dann auch mit einem gewissen Zweifel immer versehen werden kann. Was natürlich nicht heißt, dass wir nicht innergesellschaftlich sagen können, wir finden das richtig. So wie wir auch andere irgendwie Höflichkeitsformen natürlich haben, die wir nicht als rechtsverbindlich irgendwie einführen wollen, sondern einfach sagen, das macht man eben so. Nicht Ensemble der Üblichkeiten, sagt irgendwie Odo Marquardt so schön, zur Sitte. Also das führt dann an der Stelle einfach auch Dinge, wie man nicht in Anführungszeichen sich so verhält. Ich glaube, dass da wir aufpassen müssen, dass nicht zu sehr jenseits dessen, was wir eigentlich als gewissermaßen Minimum erwarten und insoweit auch verbindlich machen, wir noch zusätzliche eigentlich wahrscheinlich dann ja häufig auch eben außerhalb des rechtlich Erzwingbaren stehende Dinge auf diese Weise mit hineinnehmen. Das schien mir irgendwie den Instrumentenbaukasten des Staates und auch das Staat-Bürger-Verhältnis etwas zu belasten. Also ich denke auch, man muss klar unterscheiden zwischen moralischen Pflichten und den Pflichten, die dann ins Gesetz gegossen werden. Also ich habe ja selber für eine moralische Impfpflicht argumentiert im letzten Jahr, aber zugleich gesagt, dass eine gesetzliche Impfpflicht immer nur die Ultima Ratio sein kann in einer liberalen Demokratie. Also nicht jede moralische Pflicht impliziert eine gesetzliche und umgekehrt. Also nicht jede gesetzliche Pflicht ist auch eine moralische. Insofern, bin ich auch dieser Auffassung. Ich würde aber einen Schritt noch mal zurückgehen zu diesem Thema Demokratie und Wissenschaft oder Politik und Wissenschaft. Also Politik verstehe ich jetzt so, dass hier Demokratie gemeint ist und Teilhabe vorausgesetzt. Ich glaube, dass ganz wichtig ist, also Experten einbeziehen, ja, das scheint ja erstmal ein Spannungsverhältnis zu sein, aber man kann sich auch fragen, was ist eine Demokratie wert, die aus wissenschaftlicher Perspektive die falschen Entscheidungen fällt. Ich fände es da sehr wichtig, dass wir da Verfahren haben, zu sagen, wie werden diese Experten einbezogen. Also wir müssen zum Beispiel sicherstellen, dass Politiker sich nicht einfach Experten bestellen können, die ihnen genehme Beschlüsse dann auch noch bekräftigen, zum Beispiel. Ja, das wäre ein Beispiel. Wir müssen also aufpassen, dass die Experten nicht selber korrupt sind. Ja, und da brauchen wir sicherlich Qualitätssicherungsverfahren und dann kann man die Experten einbeziehen und man kann unter bestimmten Bedingungen, wenn wirklich Einstimmigkeit zwischen genuinen Experten herrscht, ja, dann kann man vielleicht mal sagen, gut, wir setzen das jetzt durch. Aber das müsste dann gewährleistet sein. Mhm.
Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass man einfach auch sich auch nochmal klar macht, was das als Gesellschaft bedeutet. Wenn wir tatsächlich strikt so sagen würden, die Experten sollen entscheiden, Herr Giebler hat das ja in wunderbarer Weise nochmal dargelegt, zu sagen, dass eigentlich Wissenschaft sowieso anders funktioniert, als sich das viele vorstellen. In diesem Vertrauen auf Experten liegt häufig auch so eine leicht autoritäre Sehnsucht. Irgendwie, das ist die richtige Entscheidung. Das ist eine in Deutschland gerade verbreitete antipluralistische Tendenz, sich nicht irgendwie damit auseinandersetzen zu wollen, dass es unterschiedliche Auffassungen gibt, die jede für sich irgendwie den Anspruch haben, richtig zu sein. Und auch da aber kein Urmeter existiert, an dem man das irgendwie abmessen kann und sagen kann, das ist das, was. Und das macht Wissenschaft natürlich in gewisser Weise auch. Auch das ist ein Versuch hin zum Richtigen. Das ist nicht irgendwie der Anspruch zu sagen, wir haben jetzt die Wahrheit gefunden. Und wenn Politik zu sehr versucht, auf diese Weise Entscheidungen an Wissenschaft zu delegieren, dann müssen wir, glaube ich, sehr, sehr vorsichtig sein. Und unter anderem hat uns ja auch die Pandemie gezeigt, wie verteufelt schwierig Wissenschaft ist und wie sich Wissenschaftler irren können. Wie viele Korrekturen haben wir denn erlebt, die für sich gesehen überhaupt nicht schlimm sind, weil sie ja ein Ausdruck dessen sind, dass Wissenschaft dazulernt und irgendwie natürlich es albern wäre, wenn man heute noch das sagt, was man vor anderthalb Jahren gedacht hat. Aber dass gleichzeitig damit eben auch so diese Idee zu sagen, irgendwie das ist die Wissenschaft, auf die kann ich mich verlassen, problematisch ist. Und Sie haben natürlich völlig recht. Also die Auswahlprozesse, nicht? Man sucht sich, die Wissenschaftler sind deshalb nicht korrupt, die vertreten wahrscheinlich das, was sie immer vertreten haben, aber die Politik greift genau auf die zu, von denen sie wissen, dass sie ihnen nach dem Munde reden werden. Das ist auch nicht notwendigerweise etwas, dass man sich an der Politik orientiert oder jedenfalls nicht irgendwie explizit, sondern das ist einfach ein Auswahlverfahren, was dazu führt. Meine Wissenschaftler sagen mir. Trotzdem noch mal eine Sache zur Wissenschaft. Vorläufigkeit, ja, aber da Sie vorhin die Meinungsfreiheit erwähnt haben, es gibt eine von der Meinungsfreiheit abgesetzte Wissenschaftsfreiheit. Ja? Also Meinungsfreiheit garantiert nicht epistemische Güte. Da können wir jeden Blödsinn, da können wir Verschwörungstheorien, krude Verirrungen von uns geben. Wissenschaftsfreiheit schon. Also Wissenschaftsfreiheit ist schon definiert als eine Tätigkeit, die wahrheitsgerichtet ist. Und da können wir dann schon Standards anlegen, was wir wirklich als gute Wissenschaft akzeptieren und was wir nicht mehr als Wissenschaft akzeptieren. Und das wäre zum Beispiel auch eine entscheidende Frage dabei. Auf welche Wissenschaftler hören wir denn? Genau. Wir müssen so langsam zum Ende kommen. Ich würde mit Ihnen gemeinsam gerne nochmal nachdenken über, was für einen Freiheitsbegriff müssten wir eigentlich in der Zukunft haben, um gut gewappnet, gerüstet zu sein für die großen Herausforderungen, die kommen. Weil wir haben es mit Krisen zu tun, die sich aus der Zukunft quasi schon ankündigen, die wir jetzt akut lösen müssen, wo wir wissen, das wird eigentlich alles nur noch viel, viel schlimmer. Und ich bin da auf einen Freiheitsbegriff gestoßen von dem Philosophen Klaus Dirksmeier, auch in Tübingen, über die qualitative Freiheit. Also er sagt, wir müssen eigentlich wegkommen von so einem Denken von quantitativer Freiheit, also nur eine bloße Anhäufung von individuellen Wahlmöglichkeiten oder individuellen Handlungsmöglichkeiten, und müssen Freiheit als wechselseitige Verbesserung von Lebenschancen sehen. Also dass ich im Zweifel auch das Leben von jemand anderem verbessern kann, dass das auch meine Verantwortung ist, dass ich sehr hohe Standards habe, also was soziale und ökologische Produktion angeht, vielleicht meine eigene wirtschaftliche Freiheit einschränke, um die Freiheit von anderen zu ermöglichen. Also er beschreibt das, dass er sagt, es ist nicht ein je mehr, desto besser, sondern je besser, desto mehr. Würden Sie zustimmen, dass so ein qualitativer Freiheitsbegriff uns eigentlich besser dastehen lassen würde angesichts dieser Riesenkrisen, die wir gerade bewältigen müssen? Also das ist ja Dahrendorf, die Lebenschance. Ah ja. Ich denke, dass ich habe es ja eingangs schon gesagt, es ist wichtig, die positive Seite, also was ist die Selbstbestimmung, wozu sind wir frei, immer mitzudenken. Aber mein Verdacht ist, gerade angesichts dieser Zuspitzung, die wir erleben, dass es hilfreich ist, immer zu schauen, wie werden eigentlich diese drei, also welcher Wert wird jeweils für diese drei Variablen, die ich genannt habe, Akteur, Einschränkung, Freiheit, wozu eingesetzt. Ja? Und dann werden wir feststellen, dass sich dahinter sehr unterschiedliche Vorstellungen davon verbergen, wie wir eigentlich zusammenleben sollten. Und also meine Vermutung ist, ja, dass wir besser daran tun, weil jeder einzelne Freiheitsbegriff immer Implikationen hat, die uns
unplausibel, kontraintuitiv erscheinen, dass es besser ist zu schauen, wie wollen wir eigentlich zusammenleben und dann mal zu gucken, welcher Freiheitsbegriff ergibt sich denn daraus. Drehen wir das einfach mal um. Mhm. Würden die anderen beiden zustimmen, also diese, mit dieser Umdrehung also, zu arbeiten? Also zumindest würde ich ganz klar zustimmen, dass wir Freiheit im Kollektiv einfach denken müssen. Also dass wir darüber nachdenken müssen, wie wollen wir zusammen leben, wie wollen wir gemeinsam sozusagen frei sein und was sind dann sozusagen die Dinge, die man dafür irgendwie tun muss. Das heißt, wir müssen im Austausch bleiben, wir müssen uns auch sicherlich darüber irgendwie streiten. Wir sollten jetzt aber auch nicht glauben, dass wir sozusagen ein gemeinsames Konzept sozusagen für alle irgendwie finden werden. Das werden wir nicht. Dann muss man sich überlegen, wie man dann mit diesen Minderheiten umgeht, mit Minderheitenrechten oder wie auch immer. Oder vielleicht funktioniert es dann auch in dieser großen Gemeinschaft sozusagen so nicht. Aber die Idee, dass man den drohenden Krisen und den daraus resultierenden Problemen für die Freiheit damit begegnen kann, dass sich jeder von uns einzeln ausdenkt, wie er oder sie damit umgehen möchte, die halte ich für völlig falsch und auch total kontraproduktiv, sondern wir brauchen einfach eine gemeinsame Perspektive drauf. Deswegen finde ich diese Idee, dass man sozusagen nicht immer nur über die eigene Freiheit nachdenkt, sondern auch darüber nachdenkt, okay, was ist denn die Freiheit eines anderen, wenn ich das jetzt tue oder wer wird eigentlich eingeschränkt, wenn ich so und so handle oder entscheide, das ist, glaube ich, ganz, ganz zentral. Herr Augsberg, halten Sie das für überzeugend zu sagen, Freiheitsbegriff muss auch immer so weit gehen, dass man die Verantwortung hat, zu sehen, wie man die Freiheit der anderen ermöglichen kann oder auch möglicherweise einschränken muss? Ja, klar. Freiheit bedeutet natürlich auch, dass ich mir über die Konsequenzen meines Handelns irgendwie Klarheit verschaffen muss. Es geht nicht darum zu sagen, ich kann gewissermaßen nach mir die Sintflut alles tun und lassen, wie ich möchte. Das wäre, glaube ich, ein wirklich sehr verknapptes und falsches Freiheitsverständnis, auch was die eigene Zukunftsorientierung angeht, aber natürlich auch was die Relationalität der eigenen irgendwie Existenz angeht. Trotzdem habe ich so ein bisschen Schwierigkeiten damit, gewissermaßen outcome-orientiert zu sagen, ja, wir wollen ja irgendwie das gute Leben irgendwie erreichen und dann gucken wir uns, welchen Freiheitsbegriff brauchen wir, um dahin zu kommen. Das hatte ich mir gedacht, dass Sie das schwierig finden. Das scheint mir nicht einfacher zu sein. Ja. Ja, wir sind ja wahrscheinlich, ich kann mir auch unter Gemeinwohl nichts vorstellen. Für mich ist Gemeinwohl was prozedural im demokratischen Verfahren erzeugt wird. Da habe ich keine materielle Grundlage, die ich irgendwie entsprechend als fix vorgefügt. Und deshalb würde ich auch beim guten Leben und bei der Forschung, wie wir leben wollen, vermutlich sagen, naja, das ist ein Zustand, der sich aus individueller Freiheit ergibt, die natürlich irgendwie insoweit qualitativ ist, wobei mir das jetzt, also nicht jedes Attribut, was man als das Neue setzt, ist immer schlecht. Das ist irgendwie, wenn jemand wie Isaiah Berlin sagt, ich brauche schon mal positiv und negativ, um das Gesamtkonzept irgendwie ansatzweise zu erfassen, spricht das dagegen, dass man jetzt mit einem neuen Begriff das sinnvoll erfassen kann. Das ist kommunikative Freiheit, relationale Freiheit, könnte man ja alles noch mit dazu nehmen. Ich meine an der Stelle dass wir, also jetzt auch rein praktisch gesprochen, mit Kollektivismen schreckliche Erfahrungen gemacht haben, dass wir sehr aufpassen müssen, dass wir uns fernhalten von einer solchen Kollektivierungstendenz, dass insoweit der individualzentrierte Vorgang, also wenn man so will, der klassische Liberalismus als Hintergrund einer entsprechenden, hoffentlich dann positiven Ergebnisses, sehr viel Relevanz weiterhin hat, natürlich für uns in gewisser Weise auch verfassungsnormativ vorgegeben ist, was aber gerade nicht bedeutet, dass man jetzt gewissermaßen sich so als fensterlose, egoistische Monade versteht und sagt, wir haben mit anderen keine Kontakte und nehmen überhaupt keine Rücksicht, sondern Freiheit ist natürlich dann ein anspruchsvolles Konzept, war es aber immer schon. Also das ist irgendwie, das muss man sehr vulgär-liberal irgendwie vereinfachen, um zu so einer Ellenbogenmentalität zu kommen. Mhm. Wollen Sie noch drauf eingehen? Ja, ich könnte jetzt sehr viel dazu sagen, was mit Gemeinwohl gemeint ist, aber, aber ich glaube, wir sind da gar nicht so weit voneinander weg. Wie gesagt, denn die negative Freiheit ist ja eine der Variablen in dem Konzept. Also die gehört ja da rein. Also ich möchte das auch nicht kollektiv denken. Das ist halt das Zusammenspiel. Mhm. Genau. Ich danke Ihnen sehr erstmal für den Moment. Ich würde jetzt gerne die Diskussion auch öffnen. Hier für das Publikum, da geht direkt schon eine Hand hoch. Wir haben ein Mikrofon, das kommt gleich zu Ihnen hier hinten, genau. Und hier wir werden gleich auch noch aus dem Livestream, wenn es Fragen gibt, genau da, jetzt Nummer 2, ich habe Sie auch gesehen, ich schaue gerade noch mal rum. So, das Mikrofon kommt zu Ihnen. Ich habe eine verfassungsrechtliche Frage zur Meinungsfreiheit. Deckt der Grundsatz der Meinungsfreiheit auch das bewusste Streuen von Fake News? Beispiel, ich vertrete öffentlich die russische Propaganda
gegenüber dem Ukraine-Krieg als die Wahrheit? Darf ich das verfassungsrechtlich gesehen? Nein, bewusste Lüge fällt nicht drunter. Aber es ist natürlich auch da, das Konzept der Lüge ist ein schwieriges, zu sagen, dass, naja, also die Situation von Fake News ist, ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen das verfolgt hat, wie eine Rede im Bundestag jetzt auch von der ARD geframed wurde mit einem Bild von Friedrich Merz in seinem sogenannten Privatjet. Schon die Rede vom Privatjet für so eine Cessna ist irgendwie eine Form von Fake News. Das ist alles schwer. Also bei ganz klaren, ermittelbaren Lügen, ja, also das Standardbeispiel in Deutschland ist die historische Wahrheit des Holocaust, da würde man sagen, das ist eindeutig nicht erfasst. Und das ist insoweit dann auch, das ist die dahinterstehende Ratio, kein Beitrag zur öffentlichen Meinungsbildung. Wenn ich, im Gegenteil, nicht, das ist ja sogar eine Verfälschung des Meinungsbildungsprozesses. Aber die Abgrenzung von Tatsachenbehauptung und Meinungsäußerung ist sehr schwer. In den allermeisten Fällen sind diese beiden Elemente so stark miteinander verwoben, dass man nicht einfach sagen kann, das stimmt nicht, das darfst du nicht sagen. So, dann haben wir eine Frage hier vorne. Ja. Ja, guten Abend. Mich würde interessieren, wie Sie in dem Spannungsfeld zwischen der Minorität von Reichen und ganz Reichen einerseits und der großen Masse von Reichen und von Armen und ganz Armen, wie sie dort den Freiheitsbegriff in irgendeiner Form subsumieren könnten? Oder wie stehen Sie dazu? Ich meine, es gibt natürlich auch von Eva von Redeker, der Philosophin, dazu Ansätze zu sagen, die Freiheit, es gibt die geteilte Freiheit und es gibt die besitzergreifende Freiheit. Also das wäre so ein Ansatz, wie man das framen könnte. Aber ich will das natürlich dem Podium auch gerne überlassen. Also man kann, also ich vertrete diese Position nicht, aber man kann selbst mit einem Begriff negativer Freiheit sagen, dass Armut eine Freiheitseinschränkung ist. Also Jerry Cohn, ein Philosoph, hat das gemacht. Denn Sie sind ja, wenn Sie sich zum Beispiel nicht leisten können, also wenn Sie wenn der Arme im Supermarkt steht und gerne etwas haben möchte, dann kann er sich das nicht einfach nehmen. Er ist dann nicht frei, das zu tun. Und dann wird er sanktioniert, klar. Aber er ist, wenn man jetzt nur über negative Freiheit, ist er in seiner Freiheit eingeschränkt. Also Armut und Freiheit ist ein wichtiges Thema. Ich würde jetzt diese Position nicht verteidigen, aber das ist sozusagen ein Argument für das, oder soll jetzt in diesem Zusammenhang ein Argument für das sein, was ich eingangs gesagt habe, dass wir, wenn wir nur über negative Freiheit, also nur für die Freiheit, wenn wir Freiheit nur als Freiheit von Einschränkung verstehen, dass wir dann einfach nicht sehr viel über Freiheit verstehen. Ich meine, was man vielleicht noch dazu sagen kann, ist, dass zwischen den beiden Gruppen natürlich ganz offensichtlich Freiheit sehr ungleich verteilt ist. Mhm. Ich meine, auch wenn wir an vorhin die Umfrage irgendwie denken, naja, auch Gesundheit ist zwischen diesen beiden Gruppen ungleich verteilt. Die Chance auf Wissen und Lernen ist ungleich verteilt. Wir wissen auch, dass politische Teilhabe, auch wenn wir das gerne immer so hätten, one man, one vote, wie es immer heißt, dass das auch in vielen Ländern sozusagen so nicht funktioniert. Also man jetzt unabhängig von der Frage, ob das sozusagen gerechtfertigt ist, dass so wenige so viel haben dürfen und so viele so wenig haben, muss man im Kontext der Freiheit auf jeden Fall sagen, dass Freiheit und Lebenschancen extrem ungleich verteilt sind. Und wenn man möchte, dass Freiheit gleicher verteilt ist, dann muss man völlig überraschend auch Einkommen und Besitz gleicher verteilen. Ja, aber ich glaube, das ist in der Tat, das ist ja nicht im engeren Sinne nur oder ein Freiheitsproblem, sondern das ist natürlich eine Frage auch der tatsächlichen Ungleichheiten, die bestehen und letztlich dann auch eine politische Frage, wie man damit umgehen möchte. Natürlich gibt es spezifische Formen von sozialen Unterschieden, die auch politische Relevanz haben. Denken Sie an die direkte Demokratie, als es um die Stadtteilschulen ging und die Frage, also es ist ein Hamburger Problem, irgendwie, wer hat sich da eigentlich beteiligt? Und dann stellt man fest, die, für die das eigentlich sein sollte, also die in der Tendenz schwächeren, sozial schwächeren Schichten, die sind gar nicht zu der Abstimmung gegangen, wohingegen die, die ihre Kinder sowieso aufs Gymnasium schicken wollten, irgendwie so, also massenhaft sich haben mobilisieren lassen und entsprechend diese Abstimmung gewonnen haben. Das ist ein Ausdruck davon, dass man eben entsprechend unterschiedliche Zugänge da auch findet. Aber die Reaktion ist schwierig. Was wollen Sie denn machen? Wollen Sie jetzt gewissermaßen dann die einen davon abhalten, zur Wahl zu gehen und dann eine Unfreiheit und auch Ungleichheit neuer Art etablieren? Also das ist
in der Tat was, wo wir wahrscheinlich nicht viel anderes machen können, als zu sagen, in politischen Verfahren kann man sich auf bestimmte Formen von Umverteilung einigen, die dazu führen, dass die Unfreiheit der ärmeren Schichten nicht unerträglich wird. Aber das, was Sie beschreiben, dass ich irgendwo stehe und mir das nicht leisten kann, das ist auch des Hochschullehrers Erfahrung beim Porsche-Händler. Also das ist ja nicht was völlig, was jetzt uns nicht alle nicht an der einen oder anderen Stelle, aber so Scherz beiseite, es gibt natürlich irgendwie Armut, die wirklich exkludierend wirkt in der Gesellschaft. Und dagegen vorzugehen und zu sagen, wir haben nicht alles kann man sich erlauben, aber ein Mindestmaß, das ist ja das, was wir jetzt aktuell wieder diskutieren, Bürgergeld. Das ist das, was wir bei den Hartz-IV-Regelsätzen diskutiert haben. Nicht wie viel Cent pro Monat irgendwie wird da für die Bildung zugestanden und sowas. Das ist aber... Ich glaube, weder aus einem Großbegriff wie Freiheit noch aus verfassungsrechtlichen Vorgaben unmittelbar abzuleiten, sondern ist etwas, was letztlich gesellschaftlich politisch entschieden werden muss. Danke, dann war genau hier eine Frage. Sie haben schon das Mikrofon, bitte. Ja, es geht mir nicht um diese Unerträglichkeit, sondern ich möchte mich meinem Vorfrager nochmal anschließen. 10% der Reichsten der Bevölkerung verbrauchen genauso viel oder produzieren genauso viel CO2 wie die 50% unteren Einkommensschichten. Und jetzt bezogen auf das Allgemeinwohl, sage ich jetzt mal, wo sind da die Maßstäbe, auch gerade für die an die Zukunft gedacht. Das Verfassungsgericht hat ja gesagt, es werden Freiheitsrechte der nächsten Generation, der künftigen Generation eingeschränkt. Also müsste da nicht, jetzt angeschlossen an die Frage meines Vorredners hier, normativ auch gesagt werden, so geht das nicht. Also das heißt, eine Einschränkung der Freiheit derjenigen, die die Mittel haben. Es geht da nicht um Unerträglichkeit, sondern um ein gerechteres Maß, was auch immer gerecht jetzt, da müsste man vielleicht nochmal drüber reden. Also ich kenne ehrlich gesagt die Statistik nicht, dass das für Deutschland zutrifft, ist mir erstmal nicht plausibel. Ganz bestimmt ist das global so, dass die Zeitung vor ein paar Tagen. Okay. 10%. Und wie kommt das zustande, weil die alle so viel Auto fahren? Oder also es ist irgendwie fliegen. Ja, ich meine, das ist natürlich die Frage, wie grenzt man das ab? Nicht? Also wen will man da in Anspruch nehmen? Ich glaube, es ist wirklich ausgesprochen schwierig, wenn man anfängt, gewissermaßen dann Bevölkerungsgruppen auseinander zu dividieren und zu sagen, das sind die, die verantwortlich sind. Also die 10% Reichen ist ja eine denkbare gewissermaßen Grenzziehung. Die klingt auch erstmal gut. Das sind auch die, die im Übrigen die meisten Steuern zahlen. Das muss man dann als Gegenmodell da auch dazu rechnen. Aber Sie können natürlich auch sagen, Sie nehmen von vornherein die Vielflieger. Oder Sie nehmen die drei Autos haben oder sonstiges. Und dann ist wahrscheinlich die richtige Antwort, dass man sich wiederum darauf einigt zu sagen, wie gehen wir damit um? Also wie viele Parkplätze stellen wir im öffentlichen Raum zur Verfügung, wenn wir sagen, drei Autos muss man eigentlich nicht haben? Wie teuer ist das Benzin? Wie können wir das so machen, dass nicht der irgendwie, der zur Arbeit pendeln muss, belastet wird, wenn wir eigentlich verhindern wollen, dass die Leute irgendwie mit 250 über die Autobahn brettern und da irgendwie 25 Liter Sprit verbrauchen? Weiß der Geier. Da gibt es ja Steuerungsmöglichkeiten. Also, aber das ist ein Problem, was man doch in Angriff nehmen muss auf einer politischen Ebene und wo ich auch nicht sehe, wieso das jetzt ein verfassungsrechtliches Gebot sein sollte. Was das Verfassungsgericht in diesem Klimaschutzbeschluss macht, ist, sagen wir mal, ohnehin sehr innovativ. Also das schließt wenig an vorherige Grundrechtsdogmatik. Das ist sehr getragen von den, nicht, das heißt auch immer die noch sehr jungen Beschwerdeführer und sowas. Also das ist sehr entgegenkommend argumentiert. Da wird auch sehr wenig optimistisch auf etwa technologische Veränderungen gesetzt, sondern gewissermaßen angenommen, es wird alles so bleiben oder schlimmer werden. Das ist, glaube ich, keine Entscheidung, die wirklich gut geeignet ist, um jetzt zu sagen, das nehmen wir als Blaupause, um jetzt noch stärkere Beschränkungen einzelner Bevölkerungsgruppen herbeizuführen. Das scheint mir unproblematisch. Das sage ich als einer, der nicht diesen 10% angehört. Ja, ist also nicht pro domo argumentiert. Genau. Aber man müsste es ja auch gar nicht über Beschränkungen lösen. Man könnte ja Klimasünden entsprechend teuer machen. Man könnte ja die Preissignale durchlassen und dann eben gezielte Transfers an einkommensschwache Gruppen eben geben, ja, das schön entkoppeln. Dem Klima ist es ja letztlich egal, wer bezahlt. Ja, also nur, ich wäre auch eher dafür, Zertifikate zu vergeben, damit zu handeln und dann aber zu sagen, gut, die einkommensschwachen Familien, die werden entsprechend kompensiert.
Und dann überlegen sich möglicherweise auch die Leute von alleine, ob sie das Geld wirklich für den Flug ausgeben wollen oder ob es nicht attraktive Alternativen gäbe. Die Bahn ist es ja leider im Moment nicht, aber... Ich fahr gern mit. Wir müssen ein bisschen auf die Zeit schauen. Ich habe noch drei Fragen vorgemerkt, hier, dort und dort. Dann beginnen wir hier. Einmal ganz, ganz herzlichen Dank für die vielen verschiedenen Aspekte, die mir eigentlich in dieser Pluralität nicht präsent waren bisher. Nichtsdestotrotz sehen Sie mich ziemlich erschüttert, ob der Abstimmungsergebnisse, die ich hier gesehen habe. Meine Frage an Herrn Griebler, Sie haben viel Abstimmungen durchgeführt, soziologischer Art. Haben Sie andere Kohorten gehabt, die ähnlich wissenschaftsgläubig sind? Das sage ich als Naturwissenschaftlerin. Sie meinen jetzt aber auch spezifisch die Frage nach, wer sollte die Freiheitseinschränkung machen? Das war genau, das. Also ja. Ne, es kam eine sehr starke Wissen. Gut, ich war in meinem Abstimmungsverhalten häufig gänzlich anders und ich sehe, ja. Genau, aber nur, dass wir wissen, über welche Frage wir sprechen. Gläubigkeit als Naturwissenschaftlerin, die auch von daher eine andere Ansicht auch zur Pandemie hat. Ich komme aus der Pharma. Ich habe jetzt im Gesundheitsamt gearbeitet, nicht nachvollziehen. Aber meine Frage an Sie, haben Sie sowas schon mal erlebt? Na, vielleicht nicht in dieser Extremheit, würde ich sagen, aber man kann schon in ganz unterschiedlichen Ländern bestimmte Trends sehen, die hingehen zu einer Wahrnehmung, dass sozusagen die klassische Demokratie so ein bisschen an die Grenzen gekommen ist, aus ganz, ganz unterschiedlichen Gründen. Und ich will auch gar, also auch nicht, ich bin auch nicht unbedingt der Meinung, dass das ein gerechtfertigtes Urteil sozusagen ist und dass deswegen nach Alternativen gesucht wird. Und eine Alternative ist dann sehr oft die Idee, dass es eher so technokratisch mit Expertinnen, Expertise aus der Wissenschaft sozusagen irgendwie funktionieren soll, was aber ganz, ganz viele Probleme nicht löst, sondern ich würde da immer dabei bleiben, es muss einfach dieses Zusammenspiel einfach bleiben. Wir brauchen quasi bürgerliche Mitbestimmung auf Basis von der Expertise, immer mit der Chance sozusagen, es auch wieder umzukehren. So extreme Ergebnisse, wie gesagt, haben wir in unseren Umfragen nicht, aber ich würde schon sagen, dass es tendenziell zumindest in bestimmten Teilen der Bevölkerung einen stärkeren Glauben an Expertise gibt. Was man aber auch natürlich auch nicht vergessen darf, wenn Personen die Aussage eines Experten, einer Expertin nicht passt, dann ist natürlich die Expertise auch sehr schnell relativ wertlos. Ne? Also das haben wir natürlich auch. Also so diese Idee, dass wir alles so gute Menschen sind, dass wir unabhängig vom Inhalt immer daran glauben, dass die Expertinnen recht haben, das wäre vielleicht auch ein bisschen mutig zu sagen, dass es tatsächlich so wäre. Und da kommen wir dann natürlich auch in bestimmte Problemlagen mit rein. Die nächste Frage jetzt dort. Ja, also ich war auch überrascht über eine Umfrage und da habe ich mich so ein bisschen gefragt, wenn so viele Menschen, über 80%, ihre eigene persönliche Freiheit abgeben würden an halt die Politik oder an Wissenschaftler und für mich nämlich Freiheit oder vielleicht für jeden Freiheit auch mit Verantwortung einhergeht, dann wundert mich das, dass man selbst verantwortlich und auch selbstverantwortlich eigentlich handeln möchte und warum man nicht versucht, das direkt einfließen zu lassen. Und Was genau also ist Ihre Frage? Die Frage ist jetzt, also ein bisschen geht sie in Richtung direkter Demokratie, ob das nicht eine Möglichkeit wäre, weil technisch ist es auf jeden Fall eine Möglichkeit, dass man das immer mehr einfließen lässt, damit wirklich alle befragt werden, alle die Möglichkeit haben, abzustimmen, weil bei der Demokratie, wie wir sie jetzt haben, zeigt es auch bei solchen Umfragen, habe ich halt in der Doku gesehen, dass 20% oft die unteren 20% der Gesellschaft nicht einfließen, deren Wünsche eigentlich. Und es immer nur um die geht, die halt eine Wählerschaft sind, die interessant sind für die Politik. Und ähnlich ist es, glaube ich, mit der Wissenschaft, die sich ja oft auch nach Einfluss und Politik richtet oder die Gelder, wo sie herkommen. Und dass man da ja vielleicht direkter seinen eigenen Einfluss geltend macht. Und was Sie davon halten, also Stichwort direkte Demokratie, ob wir das vielleicht auch in Zukunft irgendwie, ob wir dafür bereit sind als Gesellschaft halt. Danke.
Also direkte Demokratie ist irgendwie was, was, glaube ich, besser klingt, als es ist. Das ist so das Problem, weil Sie, das sehen Sie auch schon an den Fragen, die wir stellen. Das ist zwangsläufig und so müssten Sie ja ungefähr auch vorgehen. Das ist immer unterkomplex. Das ist ein ganz grundlegendes Problem. Dann haben Sie das eben so beispielhaft angesprochene Motivationsproblem. Wen bringen Sie eigentlich dazu, dass Sie mitmachen? Und dahinter steckt aber ein, glaube ich, völlig zu Recht von Ihnen thematisiertes anderes Problem, zu sagen, worauf achten wir eigentlich in demokratischen Verfahren? Wer hat eine Stimme und wer nicht? Und das ist aber nicht, also wer ist lautstark? Wer wird auch medial? Wir haben noch gar nicht über Medien gesprochen. Ist wahrscheinlich mit das größte Problem unserer Demokratie im Moment. Irgendwie, wer wird medial gehätschelt und wer nicht? Irgendwie, was ist False Balance? Was ist tatsächlich irgendwie eine übertriebene Präsenz von anderen oder bestimmten Positionen? Das ist ein Aspekt, mit dem wir klarkommen müssen, wo wir wahrscheinlich auch einzelne Institutionen immer hinterfragen müssen, woran liegt das denn, dass wir über 2 Jahre hinweg so gut wie gar nicht Rücksicht genommen haben auf Kinder und Jugendliche? Das ist doch, was sagt das über uns als Gesellschaft, dass wir gesagt haben, die Kinder, die werden das schon aushalten. Ich habe also neulich Spaß, ich habe gedacht, es wäre eine Satire, irgendwie von einer Bochumer Grundschule, kann man im Internet sich angucken, die haben Lufttankstellen auf den Schulhof gemalt. Da durften die Kinder dann draufstellen, haben sie vorher so wie Parkplätze auf dem Boden gemalt, dann durften sie sich da draufstellen und die Maske abnehmen. So gehen wir mit kleinen Kindern um. Und dann sagt der Gesundheitsminister, wir haben uns geirrt, Entschuldigung, wir haben festgestellt, die waren gar nicht die Treiber der Pandemie. Also solche Überlegungen, warum werden Kinder, werden Jugendliche, junge Erwachsene vergleichsweise wenig irgendwie an der Stelle mit ihren Sorgen gehört, die müssen wir, glaube ich, irgendwie schon irgendwie aufnehmen, ernst nehmen. Ich glaube nur nicht, dass das ein Problem des repräsentativen versus direkten Demokratiesystems ist, sondern eher auch eins davon, dass wir uns überlegen müssen, wie können vielleicht auch solche Gruppen, die tendenziell aus dem Fokus geraten, die sozial Schwachen gehören mit Sicherheit auch immer dazu, irgendwie stärker integriert werden. Weil eben die Umfrage auch schwierig war. Ne? Also Politik, was ist mit Politik gemeint? Ja, das muss ich jetzt als Philosophin, als Analytikerin nachfragen. Weil ich mir vorstellen kann, ich weiß nicht, ob das bei Ihnen so war, dass man ja doch, wir leben hier, an eine Demokratie und an Partizipation immer schon denkt. Also nicht an direkte Demokratie, aber eben an Demokratie. Und insofern glaube ich nicht, dass man aus diesen Umfrageergebnissen da so eine Art Autoritätshörigkeit ablesen kann. Wir müssen ein bisschen auf die Zeit schauen. Wir haben jetzt noch 2 Fragen hier mit der Bitte um eine kurze. Das schließt eigentlich ganz schön an das, was wir bisher gehört haben. Wenn wir festgestellt haben, dass sich nicht alle Gruppen gleichmäßig aktivieren lassen, obwohl jeder zur Wahl gehen kann. Im Rahmen der Freiheit, wie bewerten Sie die Möglichkeit, wie einige Länder das handhaben, dass man eine Wahlpflicht hat und sogar Strafe zahlt, wenn man das nicht wahrnimmt? Dankeschön. Interessante Frage. Also die Wahlpflicht ist, also es gibt, wie Sie es gesagt haben, es gibt ein paar Länder, in den meisten wird zwar Strafe angedroht, aber super oft wird das dann überhaupt nicht verfolgt und so weiter. Ich persönlich bin kein großer Freund von Wahlpflicht, weil am Ende, denke ich, muss es auch da die Freiheit geben, sozusagen nicht. Also wenn es einfach kein Angebot gibt, das ich sozusagen haben möchte, dann muss ich sozusagen auch nicht gezwungen werden, irgendwie abzustimmen. Die Frage ist ja viel eher, woran liegt das, dass in manchen Ländern die Wahlbeteiligung so gering ist oder auch so ungleich verteilt ist. Ne? Jetzt mache ich schon wieder einen USA-Vergleich, Entschuldigung. Da ist es ja teilweise relativ einfach, weil wenn dort halt über sehr seltsame Registrierungsverfahren in manchen Staaten sozusagen ganz bewusst bestimmte Bevölkerungsgruppen mehr oder weniger ausgeschlossen werden sollen, dann passieren solche Dinge eben. In Deutschland sind diese Hürden irgendwie kleiner. Kann man trotzdem drüber nachdenken, wie man mehr Leute irgendwie aktiviert. Da gibt es, glaube ich, auch ganz gute Ideen. Aber am Ende würde es sich, glaube ich, die Politik oder auch, jetzt sage ich schon wieder die Politik, ich sage einfach mal, die Parteien würden sich es auch ein bisschen zu einfach machen, einfach zu sagen, so jetzt müsst ihr alle zur Wahl gehen. Sondern eigentlich sollte ja schon die Idee sein, dass es quasi ein Angebot geben soll, das möglichst viele Leute irgendwie aktiviert. Also ich weiß nicht, ob man da dann vielleicht auch eher noch mehr Probleme irgendwie schafft, wenn man sich dann noch weiter zurücklehnen könnte. Sondern die Idee muss ja schon sein, dass man in der repräsentativen Demokratie dieses Verhältnis von Angebot und Nachfrage irgendwie so gestaltet, dass es einfach für Personen auch wirklich attraktiv ist. Und das heißt, wir brauchen unterschiedliche Angebote von Parteien. Und wir brauchen natürlich auch nicht nur das Gefühl, sondern auch die reale Situation, dass es einen Unterschied macht, wem man seine Stimme und so weiter gibt. Und das sind, glaube ich, eher die Punkte, an denen man angreifen soll und nicht unbedingt an der Wahlpflicht. So, dann machen wir jetzt noch eine letzte Frage. Bitte sehr.
Ja, guten Abend. Ist das an? Ja. Soweit finde ich alles gut und richtig, was gesagt worden ist. Was mir ein bisschen fehlt, ist der Blick auf das Individuum. Also die, was im Moment abläuft in unseren Gesellschaften, ist meines Erachtens ein egozentrischer Egoismus, der mit Freiheit nichts zu tun hat. Freiheit ist für mich immer auch die freiwillige Selbsteinschränkung. Und das hat mir hier in der Diskussion so ein bisschen gefehlt, wie man das Individuum eigentlich dazu bringen kann oder schulen kann, zum Beispiel Stichwort Schule, dass man das in der Schule mehr lernt von klein auf. Was bedeutet eigentlich Freiheit des Individuums? Ich gebe mal ein Beispiel. Also es wurde ja gesagt, dieses Gießkannenprinzip der Politik, jeder kriegt jetzt 300 Euro. Und dann wurde aufgeschrien. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Es heißt doch nicht, wenn Sie die 300 Euro kriegen, dass Sie die behalten müssen. Sie können die doch, wenn Sie sie nicht brauchen, an jemanden weitergeben, der es braucht. Also individuelle Freiheit. Also ich habe ehrlicherweise Schwierigkeiten zu sehen, wo diese Egoismen liegen sollen. Ich habe das Gefühl, wir haben massive Einschränkungen erlebt, dass jetzt irgendwie Einzelne sich da in radikaler Weise drüber hinweggesetzt hätten, gesagt hätten, das ist mir jetzt gewissermaßen alles egal, Hauptsache meine Freiheit wird beachtet, sehe ich in der Form nicht. Das Gießkannenprinzip ist, glaube ich, auch nicht so sehr, dass die Leistung das Problem ist, sondern wenn wir Einschränkungen auf alle ausdehnen und nicht sehen, dass es einen massiven Unterschied ist, macht, wenn Sie in einer 55 Quadratmeter Wohnung mit 4 Personen ein Homeoffice haben sollen. Das ist, oder wenn Sie, pardon, wenn Sie irgendwie Schwierigkeiten haben mit der deutschen Sprache, können Sie kein Homeschooling machen. Kinder, die ein halbes Jahr lang kein Deutsch sprechen, die bleiben einfach in der Entwicklung zurück. Und das ist irgendwie absehbar gewesen. Pardon. Also jetzt mal, abgesehen davon, ob es diese Fälle gibt, also Egoismus wäre für mich jemand, der sich auf Eigenverantwortung oder auf Freiheit beruft, am Ende aber ein Trittbrettfahrer ist, also profitiert von den Segnungen der Gemeinschaft, selber aber nichts dazu beiträgt da müsste man in unterschiedlichen Bereichen mal anschauen, auch vielleicht empirisch, wie viele es davon gibt. Aber Ihre Frage richtet sich ja darauf, wie kann man das ändern? Darauf habe ich eigentlich auch keine wirklich gute Antwort. Was wäre denn ein Beispiel? Was wäre ein Beispiel, genau, wenn Sie ein Beispiel... Was müssten wir ändern? Wo? Ja, ich habe versucht, das ja in der Schule klarzumachen. Bildung, also schon... bei den kleinsten Kindern im Kindergarten oder auch in der Schule anfangen, den Leuten den Kindern klarzumachen, dass Freiheit eben auch freiwillige Selbsteinschränkung bedeutet. Ich halte es zum Beispiel nicht für ein Grundrecht, im Sommer in den Ferien in die Dominikanische Republik fliegen zu dürfen. Ich halte das nicht für ein Grundrecht der Freiheit. Gut, es wurde ja vielfach diskutiert, inwieweit jetzt das nicht mehr fliegen dürfen, die persönliche Freiheit einschränkt. Ich halte das Fliegen dürfen nicht für ein Grundrecht. Doch, das scheinen aber viele zu glauben. Überhaupt keine Frage, dass das ein Grundrecht ist. Das ist nicht ein einzelnes Grundrecht. Aber es ist Meinung. Ja, aber dann stehen Sie in Widerspruch zu allen Verfassungsrechtlern. Das steht Ihnen auch frei. Auch das ist ein Grundrecht. Aber ich glaube, es ist schon schwierig zu sagen, erstens, schlimme deutsche Tendenz, immer zu sagen, die Schule muss das regeln. Gesellschaftliche Probleme müssen immer in der Schule gelöst werden. Zweitens, die Vorstellung, dass wir jetzt den kleinen Menschen gewissermaßen sagen, du bist aber nur Teil einer Gemeinschaft und du musst dich da fügen und du musst auf die anderen achten, das hatten wir irgendwie schon mal. Also das ist auch nicht so eine richtig prickelnde Idee, finde ich. Dass man sich einschränkt und dass man irgendwie auch ein Bewusstsein dafür hat, zu sagen, es gibt Dinge, die aus verschiedenen Gründen nicht sinnvoll sind. Nee, das haben wir doch die ganze Zeit. Das Feuerwerk haben wir angesprochen. Bei jedem Weihnachten gibt es in den Kirchen, in den sozialen Gruppen doch die Diskussion darüber, wie viel Konsum brauchen wir eigentlich? Können wir uns nicht ein bisschen einschränken? Kann man nicht anderes auch weitergeben? Das findet doch statt. Aber also wenn unser größter Egoismus in der Gesellschaft darin besteht, dass Leute in den Sommerurlaub fliegen, dann hat unsere Gesellschaft nicht große Probleme. Entschuldigung. Also ich würde auch nicht, ich glaube nicht, dass es zielführend ist, über Beschränkungen zu argumentieren, aber jetzt komme ich doch zum Gemeinwohl und zwar einer ganz aristotelischen Vorstellung. Ich glaube, ein Bewusstsein dafür, dass es bestimmte berechtigte
Grundbedürfnisse gibt, die wir alle haben, ja, und das sind nicht so viele, aber es sind welche, und darüber müssen wir natürlich auch diskutieren, und dass wir als Mitglieder einer Gemeinschaft die Verpflichtung haben, diese Grundbedürfnisse im eigenen Denken und Handeln zu berücksichtigen, das würde mir reichen. Und das wäre dann auch eine bis auf die Antike zurückgehende Konzeption des Gemeinwohls. Und die würde nicht über Beschränkungen argumentieren, sondern positiv darüber wahrzunehmen, was sind eigentlich grundlegende berechtigte Bedürfnisse, die wir alle haben. Wunderbares Schlusswort. Ich danke Ihnen sehr. Ich gehe da mal direkt rein. Ja. Vielen, vielen Dank. Wir können genau diese Themen, aber vielleicht auch andere Fragen, die jetzt offen geblieben sind, die nicht herangekommen sind, können wir gerne noch bei dem Empfang, bei einem Glas Wasser oder einem Glas Wein diskutieren. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich auch auf das Experiment eingelassen haben, dass Sie mitgemacht haben. Sehr cool. Und Ihnen dreien danke. Vielen, vielen Dank auch für die konzentrierte, pointierte Debatte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Danke.